dass es in irgendeiner Form Pay to Win ist. Deswegen ist es einfach nur schlecht. So, ich bin wieder Außer, live. dass sie halt eine Waffe mehr hat. Die Und Waffenplatzierungen besser sind. Aber sie ist unbindiger und vor allem langsamer. ja, also ich Also, ich bin bin jetzt noch mit so einem außerdem Kanten kannst du sie Survivor. dir ja sowieso nicht holen. Davon mal abgesehen. Ich bin gerade am Stream, hab gerade angefangen. Wollte noch ganz kurz hier alle Leute begrüßen, wer, falls irgendeiner von Anfang an dabei ist. Frank, magst du auch mal Hallo Ja, sagen? hallo, hallo. So, ich bin So. wieder Außer, live. dass sie Doch, halt eine dann Waffe owne ich mehr jetzt hat. eine Viper. Genau. Ich verteile jetzt mal den Link erstmal. So. Ach, hier wieder ganz viele Benachrichtigungen. So, warte mal. Die Gruppen. Da sind sie. Nein, nicht entdecken. Auch keine zu entdecken. Salva. Jetzt weiter runter. Das war die. Die haben wir noch nicht. Doch. Ja, alles klar. Dann setze ich den ersten Link hier rein. Hast du den Link eigentlich mal angeklickt? Nee, ich bin jetzt am Stream. Ich schaue Ja. das mir später an. Ja, gut, hätte ja sein können, dass du kurz vorher mal Nee, rein. kein Ding, kein Ding, kein Ding, klar. Es ging ja nicht darum, dass du die Serie direkt guckst, sondern Ja, mal ja. guckst, wie die Seite aufgebaut ist. Ja, klar. Könnt mir jetzt für das Schiff gleich den 3A holen. Ja, komm, hau rein. Kopiert. Auch gleich eine gute Panzerung. Alles andere als militärisch ist halt. Jetzt wird der Link wieder. Also würdest du jetzt sagen, 1A militärisch Kampfkomposit? Militärkomposit. Ja, richtig. Das ist jetzt erst einmal die Panzerung, die man einbauen kann, wenn man kämpfen geht. Aber es reduziert schon enorm deine Sprungreichweite. Ja, man kann ja öfter springen. So. Boah, da ist sogar schon ein 3A Frameshift-Antrieb. So, also ich bin noch gerade den Link zum Stream am Verteilen. Falls jemand schon im Chat was geschrieben hat, kann es gerade nicht lesen, weil ich natürlich alles hier in VR mache. Aber gleich passe ich dann auch den Chat so an, dass ich ihn die ganze Zeit sehen kann. Und dann ist das auch kein Problem. So. Gerade bei Elite ist das super easy mit dem Chat. So, Eisklinge, du bist eingeladen. Jo, Moment. Oh ja, Musst dann cool. allerdings auch, wie gesagt, hier raufkommen. Das kannst du schon mal parallel machen. Oder bist du noch Missionar machen? Naja, ich bin schon in der Station. While Orbital. Ja, aber das ist nicht da, wo ich bin. Moment, warte. Doch, Ich das bin jetzt hier hingeflogen, weil unwichtig. ich hier guten Ruf habe. Ich habe jetzt eine Mission gekriegt für 36 Piraten umbringen.
Und da kriegst du dann fast 18 Millionen für. Boah, das hört schon super an. Das ist nicht Ja, schlecht, ja. deswegen musst du dann hier hochkommen. Müssen dann halt hier oben nach dem Schiff suchen. Das ist ja kein Problem über EDTB. Ja, wie gesagt, das ist natürlich erstmal richtig hinrichte. Hast du jetzt die Asp oder was? Nee. So, der Link ist verteilt. Also jetzt nach Möglichkeit einfach den möglichst besten Sprungantrieb kaufen und Habe ich schon längst, habe ich schon längst. alles vielleicht an andere auf D, damit man möglichst weit So. springen kann, aber ja. Weil für dich dürften das, boah, ich denke mal, 6, 7 Sprünge sein. So, Frank, kannst du mal gleich mal kurz den Ton von dem Stream chatten? Checken? Chatten. So. Die Dinger sind Dann da. sag mal 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, Mikrofon, check. Hier kommt der Typ, der meist viel zu stoned rappt. Ihr habt ihn schon vom Weiten erkannt. Jo. Dazu sag ich jetzt mal nichts. Musst du auch nicht. War ja nur ein Also, ich höre Mic-Check. mich gut im Chat, im Stream und ich höre auch dich gut im Stream. Ja, super. Ach, jetzt habe ich vergessen, den Chat zu fixieren. Immer so ein komisches Gefühl, seine eigene Stimme zu hören, die ja Ja, dann ja. ganz anders klingt, ne? Ja, definitiv. Also ich mag meine Stimme nicht. Ich mag meine Stimme auch nicht. Besonders wenn ich erkältet bin. Ja, nee, das ist klar. Wäre So. Modulverstärkung eine Idee? So ein guter Platz für den Chat. Nee, nicht wirklich. Mal das jetzt einfach nur deine Sprungreichweite reduziert. Wenn du hier Oh, jetzt hinkommen bin willst, ich. ist das ja Ach, kontraproduktiv. jetzt muss ich noch den. Doch, jetzt muss ich doch noch was machen. Und Soll ich da jetzt zwar. mit dem Kampf mit dem Kampfjäger Tak, tak. kommen oder mit dem Es ist vollkommen egal. Bau einfach am besten alles aus, verkauf alles und was du nicht zum Springen brauchst und komm hier hin. Weil wie gesagt, ich habe doch hier gleich 17 Millionen, mehr als 17 Millionen für dich. So, Dann ist das aktive ziemlich Fenster egal, mit was du da runtergezogen. hochkommst. Und jetzt kann ich den. Mein Duanter, sehr viel Zeug hier existiert, also so ist er nicht. Chat so anzeigen lassen. Perfekt. Also, ich habe ein paar Missionen. Wollen noch ein bisschen die Prärieringbrauerei hier in Cabot Hub unterstützen. Und gleich geht es wahrscheinlich nochmal in die Konfliktzone. Aber erstmal nochmal hier ein bisschen was für das System machen. Ja, und natürlich für die Zuhörer. Entschuldigt, aber ich bin nur ein bisschen im Erklärbär-Modus. Wir haben nämlich ein neues Clan-Mitglied hier. Der kann sich auch mal gerade vorstellen. Genau, stell dich mal vor. Ja, ICG-20 am Apparat. Ja, cool. Seit 3 Tagen am Spielen. Also wirklich das Spiel. Falk in der Leitung. Hä? Entschuldigung, ich bin musikgeschädigt. Ich kann nichts dafür. Nee, ich hab das gerade, versteht gerade nicht. Ja, gibt so den einen oder anderen Musiktrack. Und weil du gesagt hast, am Apparat, da gab es mal so eine Kollabo mit den Beginners und anderen Hamburger Rappern. Und da waren sie dann auch die ganze Zeit am Telefonieren, so gesehen. Deswegen, Entschuldigung. Ich sage ja, ich bin musikgeschädigt. Jetzt habe ich gar keine Route geplant. Hoho. Hab ich dir jetzt meinen Link aufgedrückt oder hab ich mir jetzt deinen Link gezogen, Dark? Und was? Kannst du ja über die zwei Wingman-Nuff-Link aktivieren. Ne, du hast nur deinen aktiviert. Du musst Achso. auf der Galaxiekarte einfach nach mir suchen. Ich bin sowohl mit einem blauen, weil du ja mit mir im Wing bist, als auch mit einem grünen, weil du und ich ja Freunde sind. Ding Ach markiert. du meine Fresse, bist du weit. Ich habe meine Zigaretten hinten liegen lassen. Ah, Das wird lange dauern, bis ich da bin. ja? Frag Wieso? dich. Wie weit ist es denn? Deswegen meinte ich ja von wegen, mach wieder Leichtgewichtpanzerung rein und Ja, so weiter und so ey. fort. Das ist halt alles Blitz. Statt Feuerzeug? Ah, komm, da gehe ich lieber nochmal in die Dings ran. Wo haben wir denn das Feuerzeug? Erstmal wieder Speed rausnehmen. Jo. Ja, guck ich gleich die missionsrelevante Nachricht. Wo ist denn mein Feuer? Also ein Schiff, was eine gute Sprungreichweite hat, was du günstig ausrüsten dafür, ist der Hauler. Holla ist super dafür, ja. Holla ist echt klasse. Da hinten schwebt der Chat jetzt. Voll witzig.
Ah, schöne Aussicht. So, hab jetzt wieder alles. Muss nur die Sicht wieder kalibrieren. So. Na? Na? 7, 7, 0. Der Chat. Ja, kann man wieder ein bisschen Nervt. da einsetzen. So. Okay. Kannst du übrigens dein Schiff auch für eine kleine Gebühr nachschicken lassen, aber ich würde an deiner Stelle einfach jetzt alles verkaufen. Verkaufen. Ich verkaufe jetzt garantiert nicht das, was ich alles hingesetzt dran. Sklave boont. Naja, dann hol dir jetzt einen Hauler und rüstet ihn halt zum Springen auf, komm damit hier hin und lass dir das Ich Schiff wechsle nachschicken. jetzt zum anderen Schiff und komm mit dem. Mit welchem anderen Schiff? Mit meinem Main-Schiff. Das war? Ah, die Cobra. Da habe ich sogar ich jetzt Was hattest du dann aufgepasst. jetzt? Was hattest du Das dann jetzt? Top-Ergebnis bei Google sagt dazu folgende. Warte. Ja? Welches Schiff hattest du denn dann Was jetzt? sagt denn Google dazu? Ja, die andere. MK3. Hä? Die Viper oder was? Ja. Ah, okay. Naja, gut, wenn man eine Cobra hat, braucht man keine Viper unbedingt, finde ich. Ja, die will ich ja komplett nur auf Kampf auslegen. Frag doch mal einer Google, was die beliebteste Weltraumsimulation ist. Ah, der Katie ist da. Ah, guck mal, der schreibt. Jo, wie geht's denn? Ich bin auch gleich in Lied unterwegs, aber erstmal noch etwas bei dir schauen. Lust zusammen zu zocken? Ja, das ist halt die F immer, immer. Ist halt immer die Frage, was man zusammen machen können. Nachher vielleicht in der Konfliktzone, wenn du Bock hast, weil da müssen wir noch ein bisschen für unsere kleine Brauerei was machen. Aber da können wir, denke ich, gut zusammen machen. So ein bisschen in der Konfliktzone kämpfen, wenn du Bock hast, Katie. Mach jetzt noch ein bisschen was für ein System. Muss noch gucken, was ich sonst noch mache. Fliegt gerade nur ein paar Aufträge raus, aber nachher gerne Konfliktzone. Ich habe die Mission mit dir geteilt. Ja, kleinen Moment. Und schön, dass du da bist übrigens. Danke dir, ne? Ja, auch recht herzlich willkommen von mir. Frank hier. Das ist nett von dir, Frank. So. Hier raus, dann. Wo sind denn meine Kippe? Also das Amüsante ist nämlich, es ist ja so gebalanced, dass die Kampfschiffe ja in der Regel günstiger sind als die Cobra, ne? Als das jeweilige Multifunktionsschiff. Ich wollte Aber gerade wenn du sagen. halt die Cobra MK3 hast, kannst du sie zu einem viel besseren Kampfschiff umfunktionieren als die Viper. Tatsächlich. Kommt drauf an. Aber genau das will ich ja nicht. Kommt drauf an, was du mit dem Schiff vorhast, wie du damit Du kämpfen kannst ja willst. mehrere Sets von Ausrüstung haben. Ich sag dir ja nur, welche Möglichkeiten du hast. Naja, kommt eigentlich nicht wirklich drauf an, Giovanni. Diese Es Viper ist geht eigentlich nur schneller, billiger und das Schiff. vielleicht ein bisschen Die manövrierfähiger, ist aber okay. die Viper ist schneller. Nee, das ist sie eben nicht. Ist sie nicht schneller als die Cobra? Nein. Ja, Wendiger gut. vielleicht, aber nicht schneller. Ja, also Wendiger ist ja auch wichtig, ne? Warte mal, was für einen Antrieb kannst du denn in die Cobra einbauen? Dreier oder ist das denn schon ein Vierer? Das wäre ein Dreier jetzt. Ein Dreier, wo ich ihn gerade Dreier, gebaut okay, hätte. ja gut, dann ist Wenn du halt drin Hawaiian warst, die gleich. Frage ist, was du einbauen kannst. Weil es Er ist ist jetzt nicht eingebaut. auswendig. Warte mal. Wer ist Klingt nach einem Plan. eingebaut? Ich muss sowieso erstmal zusehen, dass ich meinen Cutter mit der Drag Drive ausrüsten kann. Ja, Drag Drive sollst du im Cutter haben, definitiv. Muss ich dir an der Stelle auch empfehlen. Drag Drives ist the way to go. Auf Eigentlich jeden. generell. Es gibt eigentlich kaum Schiffe, die von was anderem profitieren. Nee, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, Frank. Beim Kampfschiff definitiv. Erzähl. Beim Kampfschiff definitiv, Ja. ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel schwer gucken musst, dass du zum Beispiel ein schönes Schmugglerschiff, ja? Da kannst du ja andere Mods drauf machen, die noch die Hitzeentwicklung senken. Was für ein Schmugglerschiff immer ganz gut ist. Ja, du, ich meinte natürlich jetzt in Ein Bezug auf Kampfschiff. Kampf. Ja, auf Kampfschiffe definitiv. In jedem Kampfschiff sollte Track Drive drin sein. Geschwindigkeit sei halt einfach unheimlich wichtig. Aber das weiß der KD, ja. Der kann ja auch, der weiß ja auch, wie man austeilt. So, lass mal gucken. Baut euch den Enhanced 3A Thruster in die kleineren Schiffe. Ja, den meinte ich eben auch. Du hast aufgepasst. Ich merke das.
Deswegen habe ich nach den Dreierantrieb gefragt. Okay, die meinte gerade wegen dem, wie heißt der nochmal im Englischen? Enhanced Thruster, also Ach so, den ja gut, superschnellen, okay. ne? Wenn du den einbaust, dann ist die Viper auch schneller, das stimmt. Aha. Da kannst du natürlich so Fun-Builds machen mit der Viper, mit Waffen, die ziemlich weit dann auch treffen. Ja, ne? Ziemlich weit diese Long-Range-Waffen halt. Das macht dann auf der Viper, kann dann auch ziemlich viel Spaß machen, wenn du Bock drauf hast. Ja, gibt ja Leute, die haben daran Spaß. Ich meine, es Nee, wäre nee, jetzt nicht so deswegen meins, habe ich aber. nicht gedacht. Das waren jetzt gerade hier, wir hatten über die Cobra MK4 geredet und das ja nicht so geil ist. Cobra Und MK4. naja, ja, die Cobra Ja, MK4. die Cobra MK4, ja. Ja, über dass sie nicht so geil ist und naja, gerade ein NPC hatte hier geflogen und es hat 2 Sekunden gedauert. Ja, die Cobra MK4 ist ja auch ein Oh, du bisschen. hast Großkampfschiff. Für Anfänger ist echt die Viper MK4 echt ein tolles Kampfschiff, muss ich sagen. Ja, klar, also wenn man kämpfen will. Ja, genau, das will ich ja. Ja. Naja. So gehört sie statt. Wollte nur darauf hinaus, wenn man eine Cobra MK3 hat, braucht Und man die keine Kate, Viper. ja, beim E, ich weiß, das ist auch immer mein Fehler gewesen, weil ich immer dachte, die gibt es auch bei Shinrata, aber nee, ne, muss schon woanders dahin. Deswegen habe ich die bis jetzt auch noch nicht gekauft, muss ich sagen. Aber irgendwann wollte ich mir auch so ein kleines Schiff, gerade so eine Imperial Eagle, damit man ausrüsten und modden und hast du nicht gesehen, das ist schon geil. Echt? Gibt's die Drives nicht dort? Nein, die gibt's nicht in Shinrata, die gibt's nur bei diesem Engineer, wie der KD im Chat schreibt. Ach ja, stimmt. Ist schon lange her, dass ich so ein Ding gekauft habe. So. Oh, komm, gib doch mal ein bisschen Gas. Noch 20 Kills, dann. Hast du eigentlich die Mission jetzt angenommen? Ja, ne? Nö, ich tu nur so. Ich sehe dein Porträt, also ja. Klar, hab ich's angeholt. Dumme Frage, ey. Jetzt mal ernsthaft. Wieso? 14 Millionen, die Millionen, hallo? Das hat ja damit nichts zu tun. Irgendwann Ja, läuft halt. natürlich! Irgendwann läuft die Annahmemöglichkeit ab. Und ich habe nicht darauf geachtet, weil ich mitten im Kampf war, weißt du? Es Deswegen ist frage mir ich aus klar, dass technischen. sowas abläuft, Ja, deswegen also. frage ich aus technischen Gründen, nicht aus irgendwelchen anderen Scheiß. Okay, du hast mir gestern gesagt, du erklärst es einem wie dumm. So, da bitte ich dich jetzt hiermit damit aufzuhören, das so zu machen. Okay. Weil, ganz ehrlich, damit sinkst du bei mir im Ansehen und zwar sehr stark. Das kann ich nämlich überhaupt nicht haben. Sorry, ich hab grad nicht aufgepasst. Was war jetzt? Na du. Alles gut. Nee, sag ruhig, sag ruhig. Ich möchte I jetzt hear wissen. the dark versucht den Leuten zu erklären, als wenn sie gar nichts könnte. Und bei mir kommt man da ganz böse Ja, raus. muss ich mal sagen, der Frank, der versucht hat, alles ganz genau im Detail zu erklären. Der ist da auch super im Erklären, ja, und dann ist man halt sehr detailliert, weißt du? Es ist ja okay. Nur man muss auch erstmal wissen, versteht der einer schon von vornherein oder braucht er noch mehr Details? Ja gut, aber ehrlich gesagt hat das ja nichts damit zu tun, ob man fragt, ob du die Mission angenommen hast oder nicht. Hat ja noch Das nicht mal sollte irgendwas mit. selbstverständlich sein. Sollte, Immer warte, halt, sagt können. Ja, du gibst die Information, ich sehe es oben an der Anzeige. Ja, definitiv, Klar, Katie. dass ich das mache. Zong. Gibt's einen Generator. Zong. Genau. Sorry, Leute. Aber wie gesagt, liegt einfach der Frank, der kann wunderbar erklären. Und der erklärt auch für uns immer sehr viel für alle Leute. Und da hast du dann dein Schema F drauf und dann erklärst du halt so detailliert. Das ist dann nicht so böse gemeint. Der redet ja sogar mit mir dann so. Ja, und der Frank weiß ganz genau, dass ich eigentlich sehr tief in der Materie von Elite drinstecke. Ja, und trotzdem erklärt er es mir dann, wenn wir über irgendwas reden, als würde er ein Neuling erklären. Weißt du? Da Ja, darfst du nur wie wirklich nicht gesagt, böse kann nehmen. man haben. Ja, ich weiß, was du meinst, aber das liegt nicht daran, dass er meint, okay, du verstehst das nicht oder bist du doof dafür, sondern es liegt wirklich daran, dass er das einfach häufig macht und das auch relativ sogar gut macht. Nur halt,
gewöhnt man sich dann automatisch das an, wenn man das wirklich häufig macht, dann immer detailliert und ein kleinstes Detail zu erklären. Darfst du wirklich nicht böse nehmen. Da das einen auf den Sack gehen kann, klar. Dann ja, und bei uns ist auch, bei mir auf der Arbeit ist das so, wir haben dort drei Leute, die machen das nur. Und denen ist es auch scheißegal, ob du sagst, hör auf, ich kann da trotzdem. Und die machen trotzdem einfach weiter. Ja, ich weiß das immer. Und deswegen kann ich das gar nicht mehr haben. Also besser immer erst fragen, ob ich es kann oder nicht, oder weiß oder nicht, das wäre so. Oder im schlimmsten Fall warten, bis ich frage. So. Wir hatten da wirklich schon einmal den Fall, dass es zu einem Streit auf der Arbeitsstelle kommen. Der war dann wortwörtlich scheißegal. Ich habe gesagt, entweder der Herr steht auf mir, das Zeichen zu erklären, ich kann es nämlich. Oder ganz ehrlich, ich gehe zum Vorgesetzten. Und es war dem scheißegal. Ja, dann einfach weggehen, ne? Ja, richtig. Wir haben wirklich vor dem Vorgesetzten gestanden. Okay. Das war dem so wurscht wie Käse. Oder hat er da mal einen riesen Anschuss vom Chef gerade? Ja, das kann nur mal passieren. Vorteil bei der Mission jetzt hier ist, die gesamte Instanz ist so ungefähr immer mit 10 Schiffen voll von den Gegnern. Natürlich allerdings auch der Nachteil, wenn die alle so schilddurchdringende Waffen haben. Nach der dritten Runde musste ich fliehen. Oh, okay. Ja. Deswegen kurz andocken, wieder raus. Das ist ja auch das mit den schilddurchdringenden Mods, dass die NPCs das haben, da bringt noch nicht einmal die Schilde vom Cutter großartig etwas. Die Schilddurchdringung, ja, deswegen mag ich die ja auch sehr. Ja, klar. Besonders wenn du mit dem Wing unterwegs bist und du hast halt Spieler dabei, die noch nicht so ausgerüstet sind, dann ziehst du auch ganz gut die Akro. Was dann insgesamt für den Wing vom Vorteil ist. Ja, das hatten ich und er gestern. Und wie dann seine Drohne weg war, war ich dann das Ziel. Jupp. Drohne? Was meinst du jetzt? Schiff Lunch Fighter. Achso. Ist ja im Grunde genommen eine Drohne. Ist unbewandt. Zweckgestalt. Immer wenn er diesen Sprung-Countdown runter erzählt, will ich am liebsten die Explosion vom Stern vom Todesstern abspielen. Übrigens, der Commander KD, der streamt auch immer Elite, ne? Das ist auch super unterhaltsam, wie der das macht. Auch mit seinen Leuten. Die machen auch immer so coole Projekte, wo sie dann irgendwas total Lustiges dann auch sich vornehmen. Kann ich euch wärmstens empfehlen, ne? Ja, gut. Besten tust du einen Link in die Beschreibung. Mach ich gleich, ja. Wenn ich hier gelandet habe. Nee, an der Seite. Hast du eigentlich damals auch das Taroiden-Hologramm-Wackelkopf-Ding geholt? Nö. Für einen Arc? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ja. Das ist aber auch, ich habe so viel Verschönerungen mittlerweile, das ist eigentlich. Ich bin mal froh, dass ich hier meinen Zinnsoldaten habe. Denn was? Meinen Zinnsoldaten. Das ist mein Lieblingswackelkopf. Ach so. So was wird mir irgendwann auf den Geist gehen. Die ganze Zeit im Cockpit so ein blöder Wackelkopf, ey. Na, ist ganz cool. Also, ist immer die Frage, wie viel man das macht. Also, manche haben wirklich dann auch Spaß, das Schiff dann komplett mit zu dekorieren. Gibt's ja einiges. Ja, gut, wenn man dran Spaß hat. Ist doch schön, dass man die Möglichkeit hat. Ja. Nur im Falle, wenn man mich mit an Bord hat, lass mal bleiben. Da könnte ich irgendwann. Boah. Also, Lichterketten nicht zu vergessen. Lichterketten, Buchstaben, wo du ganze Namen mitschreiben kannst. Ist schon cool, dass du die Möglichkeit hast. Und das stört nicht.
Im Verhältnis ist das Buchstabenpaket auch wirklich günstig. Ja, ist es auch. Also zumindest vor Arx, ich weiß jetzt nicht, wie viel Arx kostet. Keine Ahnung. Das ist für die Korvette, die eine leuchtende Onionhead-Lackierung gab. Hast du das mitgekriegt? Nee. Onionhead-Lackierung finde ich ja geil. In leuchtend. Ja, geil. Fett. Bei der föderalen Korvette, das ist halt das besonders ironische daran. Ja. Ja, ich habe meine Korvette gerne in dem Schwarz-Weiß, in dem Midnight. Ja gut, die ist schwarz mit giftgrünen Onionhead-Gedönse drauf, ne? Ah, okay. Also dann mehr Decoys, oder was? Weil die dann mehr hat. Nee, das ist fest als Tarnung in dem Sinne. Die Onionhead Decoys kannst du dann noch zusätzlich drauf tun. Achso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß nur nicht, warte, ob mal, das limitiert war oder generell einem verfügbar ist. Bei einem 6,47G Planeten verliert der KD beim Aufprall noch nicht mal einen Schildring, schreibt er. Ja, das ist schon Wahnsinn, was du heutzutage auch mit den Schiffen machen kannst, ne? Ja, gut, klar. Das glaube ich. Der Kater hat ja auch, ne, ein Sprengschild. Ja, aber der macht das ja krass, der... Das bringt ja leider nichts gegen die Schilddurchdringung. Ja, warte mal. Es geht ja nur darum, dass die hier immer so geile Projekte sich vornehmen, wie zum Beispiel damit, also mit der Gravitation, mit extremer Geschwindigkeit dann auf den Planeten zu knallen. Darum geht es, Frank. Weißt du? Man muss natürlich den Kontext erklären. Ach so, ja, dann. Deswegen. Ich ja, das war cool, das Video. War geil. Stoffsammler drin und der sammelt echt lahmarschig. Ja, kein Ding, KD. Ich dachte gerade auch, vielleicht sollte ich das ja mal kurz erklären. So, schade. Eingehende Nachricht. So. Ich muss aufpassen, an welchen Stationen ich fliege, ne? Zum Glück ist halt hier auch unser System. Weil ich jetzt gerade wieder eine Mission zu der Aliot Independent geflogen habe. Und mit der sind wir im Krieg. Und ich bin mit der verfeindet aktuell. Heißt, wenn ich an deren Stationen landen will, schießt die Station mich ab. Ah, ja. Auch muss immer aufpassen. Ja, aber das heißt kinetisch gerechnet, hm? Ja, wie gesagt, der Frank hat gerade nicht den Zusammenhang. Der dachte jetzt an die Schilddurchdringung, weil er davon eben geredet hat. Deswegen hat er gerade nicht den Zusammenhang gehabt. Deswegen habe ich es dir nochmal erklärt. Ja, als kinetisch, genau. Kinetische Resis hoch. Und da ist einiges möglich. Das war wahr. Jetzt habe ich übrigens mal die Bitrate-Einstellung im OBS gefunden. Frank, kannst du noch mal gleich mal checken, wie der Stream läuft? Geht gerade ganz schlecht. Ja, KD, schreib du mal ruhig rein, wie der ist. Nein, ich bin jetzt nicht gemein. Du bist nicht gemein? Jetzt mal gerade nicht. Nein. Okay. Kannst aber gerne, ne? Also. Kannst alles sagen, was dich nicht in irgendwie in Konflikt mit dem Gesetz bringt. Okay. Ja, wegen Livestream, weißt du? Deswegen. Aber so kleine Ärgereien sind okay. Ja, kleine Ärgereien gehen immer. So super. Ein bisschen Unterhaltung hier. Achso, ja gut. Dia-Projektor! Was? Hab ich nicht verstanden. Dia-Projektor! Dia-Projektor? Wofür, hä? Achso, wegen dem Stream. Ja, ist der so? Nee. Glaube ich nicht. Ich sah doch gerade so ein bisschen Ärgerei. Achso. Ja, kein Thema. Wann war das, wo sie, Das war vorgestern, oder, Frank? Was denn? Oder, Wo die Frau mit dabei war, wo ich gefragt hat, soll ich es mal überspitzen? Christine war dabei. Aber Christine musst du schon, ne? Also da. Da, ne, muss man sich benehmen. Deswegen habe ich ja erst gefragt, soll ja. Ich überspitzen, wie sie so, oder, nein. Wer hat doch angefangen? Besser nicht. Der Stefan ist ja auch ihr Freund. Wir haben ja schon Nachwuchs zusammen und so.
Ah ja. Ne, gebietet einfach die Höflichkeit, ne? Christina, das ist so eine Ganz nette, liebe, nette. richtig, da. Nee, also über mich und Frank kannst du jeden Gag machen, über Christine bitte nicht. Die ist da auch so nicht so irre wie die damalige Freundin von dem uralt Clan-Chef Ah, vom ja, Star die Trek Online Geschichte. Clan. Ja, also die Geschichte war im Grunde genommen die. Ja, Sie Frank, hat sich willst du das darüber im. beschwert, dass Willst du Leute. das? Willst du das jetzt im Livestream erzählen? Ich Ja, wieso wollte denn auch nicht? gerade. Ja, dann erklär erstmal, Schade. dann musst du sagen, welche Flotte, welches Spiel etc. Dann musst du richtig anfangen. Also, ja. Star Trek Online habe ich ja schon gesagt. Ja. Inner Circle. Ja. Übrigens, Inner Da. Circle, darf ich gerade mal nochmal sagen, ist immer noch aktuell einer der besten PvP-Flotten. Ist das noch so? Ich bin ja auch jetzt länger nicht mehr Ich in bin da Star auch Trek ziemlich Online. raus, daher kann ich das nicht genau sagen, aber Ich bin ja, kein PvP-Spieler, relativ. ich sag's gleich. Sind Dann relativ ist nicht. aktiv. Immer noch, ne? Also Ja, immer seinerzeit, schon. als ich noch aktiv war in Star Trek Online, war das wirklich die deutsche PvP-Flotte. Und war immer eine Freude, mit denen auch zusammen PvP zu fliegen. Und jetzt bitte erzähl weiter, Frank. Der Ja, Hintergrund ist auch jedenfalls gut der zu wissen. damalige Clan-Chef, dem seine Freundin oder Frau, so genau weiß ich das nicht mehr, hatte dann die Leute Alles klar, extrem danke krass dir, im, Katie. Sorry, hab grad extrem Feedback krass bekommen. im TS angepumpt, weil die hörbar halt Bier getrunken haben. Ne? Okay. Das ist eine unverschämte Nicht-Rücksichtnahme und so weiter ist, weil sie ja nichts trinken kann. Aha. Ja, da muss man sich mal in den Kopf packen. Ganz ehrlich. Ja, wenn man dann noch den Kopf hat, weißt du, mal zum Denken. Weil wenn ich sowas Ist der höre. Moment, wo ich die Situation richtig verstehe? Sie durfte aus irgendwelchen Gründen nichts trinken, Weil sie aber schwanger dieser. war. Und es war bekannt, dass es. War bekannt, dass es ausgerechnet Bier war, ne? Also Alkohol. Ja, ist ja mal egal. Weil Ist ja es auch hätte ja egal. auch irgendwas anderes sein Ich können. meine, sie riecht keinen Alkohol, sie sieht keinen Alkohol, ja, sie hört nur, dass jemand was trinkt, ja. Naja, das Also, hat ihr schon das ist. gereicht. Ja, dass das Ganze irre ist, müsst ihr mir nicht sagen. Es gibt Leute, das ist schon Wahnsinn. Aber ich dachte, du kommst mit der Naja, interessanten aber. Geschichte jetzt von der, weil ich habe ja da noch die Ja, eine oder die andere Geschichte. interessante Geschichte mit Ricarda meinst, das ist ja dann schon weiter nachgewiesen. Ah, okay. Falls du das erzählen willst, oh Gott, musst du natürlich nicht, ne? Nee, Also. nee, das lassen wir mal Das jetzt lassen wir alle beiseite. mal. Nicht im Stream. Da geh nicht Geschichten erzählen. Kein Ding. Ach, und das mit dem 4G ohne Ruckler aus deinem Kopf. So, Ja, Frank, ich muss wunderbar. mal eine Station und Super, super, Auftrag. super. Dankeschön. Ach, jetzt habe ich meinen Landeplatz. Planet. Ja, bin ich froh, dass ich jetzt endlich die Einstellungen gefunden habe im OBS mit der Bitrate. Weiß doch nicht, wie viele Sprünge. So, ich guck mal gerade. Langt das noch für das Hinspringen? Boah, komm, auf drei Sprünge. Da muss ich ja jetzt nicht auftanken. Wäre doch Blödsinn. Das Was kommt denn? ganz drauf an, würde ich sagen. Ach, das wird schon passen. Ja, im Zweifelsfall kann ich ja mit einem Tankausrüstung kommen und dich wieder auftanken, soweit. Ja. Wie gesagt, es sind nur noch drei Systeme, wo ich entfernt bin. Ah, und ich kann sowieso gerade auftanken. Oh, von da. Ja, dann. Wenn du die Galaxiekarte aufrufst und die Linie noch durchgezogen ist, dann ist das eh kein Problem. Nur wenn sie also anfängt gestrichelt zu sein, dir wird ja auch der letztmögliche Tankstern auf dem Weg angezeigt, ne? Also in der Galaxiekarte, deswegen. Ja, ist cool. Mensch, das freut mich echt riesig, dass ich endlich da mal das gefunden habe, wie ich die Streams besser laufen lassen kann. Was benutzt du dann? Also ich OBS. benutze halt einen Split, OBS deswegen. oder OBS Labs? OBS. Da würde ich dir noch besser empfehlen, zu OBS Streamlabs zu gehen. Das ist nämlich noch besser. Ja, okay, aber bin erstmal mit OBS recht zufrieden. Wie gesagt, das Einzige, was mich jetzt gestört hat, waren halt bei manchen Spielen, die ich dann gestreamt habe,
dass dann wirklich du gesehen hast, wie krass die Bitrate runtergegangen ist. Oder die nicht ausgereicht hat von der Geschwindigkeit in manchen Spielen, ne, sagen wir so. Und jetzt habe ich ja die Einstellung für die Bitrate gefunden. Und da müsste dich eigentlich passen. Weil gerade bei so Spielen wie Sirento VR, kannst du dir mal angucken bei Gelegenheit auf meinem Channel, da ist einfach übelst heftig, wie schnell dann so ein Spiel dann abgeht in VR. So, Tin Landing. Wenn ich auf Minimum fliege, tut er ja auch sammeln, ne? Ja. Weil. So. Ich wollte nur gucken, dass ich nicht überhitze. Aber deswegen fliege ich am Minimum. Das hängt eher von der Entfernung ab, nicht von der Geschwindigkeit. Ja, das, ja. Ganz anhalten kann man ja im Super Cruise nicht. Richtig. Das Super Cruise ist, funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie der Antrieb bei Star Trek. Danke, dass du mir gerade das Spiel madig machst. Warum? Was ist denn gegen Star Trek zu sagen? Ich finde die einfach schwach. Okay. Ja, gut. Geschmackssache. Ansonsten, was favorisierst du denn von Science Fiction? Ja, ich meine jetzt Science Fiction, nicht Fantasy. Die Rivalität finde ich aber recht albern. Ja, ist ja keine Realität. Ich bin beides von beiden Beides ist super. Also ich mag ja auch Fantasy und ich mag Science Fiction. Das Einzige, was ich bei Star Trek leiden kann, ist Voyager. Ehrlich, die mag ich zum Beispiel nicht. Aber okay. Nein, die Geschmäcker Na sind gut, das ist verschieden. die Serie, mit der ich angefangen habe, so. Und wieder einer weg. Da war wieder einer weg. Ah, warte mal. Ich find's auch geil, dass du wie ich die 720p und klassisch streamst, ja? Ja, auf jeden. Klar, Ich bin logisch. tatsächlich der Meinung, dass kein Star Trek Schiff gegen Star Wars Schiff bestehen könnte. Zumindest nicht, wenn es sich um eine ISD handelt. Nochmal, du kannst Fantasy mit Science Fiction nicht wirklich vergleichen. Du kannst zum Beispiel Star Wars eher mit ist natürlich generell ein Genre-Mix, der Krieg der Sterne. Aber das ist halt eine epische Erzählung. Also die genaue Definition, was Star Wars ist, nennt sich ja Space Opera. Ja. Aber halt, weil halt Space Opera ist zum Beispiel auch Odyssee im Weltraum. Weil da geht es ja auch um die. Obwohl eine ganz andere Art von Opera ist, weißt du, was ich meine? Aber so Ja. mal versucht man es sich einfach zu machen. Krieg der Sterne ist eine epische Heldenerzählung, wie man sie generell auch von der Struktur der Geschichte, wie man sie im Bereich der Mythologien und Fantasy-Geschichten findet. Ja. Was ich da noch gut finde, ist auf jeden Fall Stargate Atlantis. Ja, so Stargate, da habe ich mal ganz früher mit meinem Vater, als das neu war, also die Serie, aber natürlich haben wir auch den Film. Das hatten wir beide recht stark. Da haben wir die ersten Staffeln, haben wir es auch zusammengeguckt und irgendwann hat mich das nicht mehr gereizt bei Stargate. Was ich aber im Nachhinein noch gesehen habe, was mich dann wieder mehr gereizt hätte, wenn es weitergegangen wäre, war halt dieses Stargate Universe. Das fand ich dann wieder recht reizvoll. Das war echt schade, dass sie das so früh beendet haben. Universe. Also nach der 8. Folge von Universe habe ich gesagt, nee, lass mal leid. Ist halt jetzt Das ein Wecker passt nicht um. ganz ins Universum von Stargate. Ich fand das aber ganz cool, dass mal was anderes war. So, ich muss mal gucken, wo der Handy ist, was da klingelt, da hinten. Ich muss aber erst in die Station rein. Das tut mir jetzt leid, Leute. Ist eigentlich immer noch die aktuelle Nummer? Meine Ist die Handynummer? Nummer, die ich habe, ist die noch aktuell? Ja, ich habe die Nummer immer, also die Karte immer mitbenommen, ja. Müsste noch aktuell sein. Ich benutze Weil halt du kein auf WhatsApp WhatsApp mehr. antwortest. Ja, Also. ich habe ja kein WhatsApp mehr. Weil das war mir zu viel mit WhatsApp. War dann so viel Gruppen Nutzt drin eine von Leuten, die ich Alternative kannte. oder? Nö, ich nutze Telefon tatsächlich nur noch zum Telefonieren. Na dann. Ansonsten kannst du als Messenger zum Beispiel mich auch über Facebook erreichen. Also, dann gucke ich aber auch am Computer nach. Also auch Ah nicht ja, am okay. Handy. Habe ich runtergeschmissen, als das dann auch wieder losging mit die Benachrichtigung, die Benachrichtigung, die Benachrichtigung, die Benachrichtigung darauf. Habe ich einfach keinen Bock mehr.
20.000 Benachrichtigungen auf meinem Handy zu kriegen. Mir geht's auch irgendwann auf der Sack, wenn ich Discord blum, blum, alle 3 Minuten. Ja, das geht ja, 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 ja. So, jetzt. Alles eine Frage der Einstellung. Ja, richtig. Natürlich, klar. Deswegen habe ich auch sehr wenige Discords und 80% von allen Discords ist gemutet. So, ich will mal ganz kurz nach dem Wecker gucken. Ich bin direkt wieder da. So, ich gebe jetzt die Mission ab. Das heißt, du kannst dir deine 17, irgendwas Millionen hier bei der Polyakov-Station abholen. Ja, ich bin immer noch am Uftanke. Ja, ja. Also Duamta, Polyakov-Station. Oh, obwohl, ich bin schon bei der Hälfte. Und dann kannst du einfach nach das ASP den Link wieder aufmachen von ASP, die ich dir gestern gegeben habe. Und dann einfach auf das Dollarzeichen oben rechts klicken und dann öffnet sich schon EDDB. Gibst du unten links Duamta ein und dann siehst du die nächste Station, die alles hat. Ich muss nämlich dann jetzt gleich los. Ich bin aber in 1 oder 2 Stunden wieder da. I hope so. Ja, servus, Max. Wenn nicht, dann ist irgendwas dazwischen gekommen. Ja, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt für die Brauerei am Fliegen und gleich geht's in die Konfliktzone. Ich bin auch auf dem Discord. Wir sind hier gerade auf dem Teamspeak-Server vom Frank. Frank hat die Daten zu seinem Teamspeak-Server erst letztens wieder im Discord geteilt, habe ich gesehen. Welchen Channel war das nochmal, Frank? Off-Topic, glaube ich. Ansonsten sind die, glaube ich, auch irgendwo gepinnt, wenn sie nicht irgendwie geändert wurden. Ich weiß noch nicht wo. Aber auf jeden Fall. Oh, wurde ich jetzt geblitzt? Ich habe jetzt auf einmal ein rotes Signal gesehen. Steh doch mit meinem Schild. Kann doch gar nicht geblitzt worden sein. So. Ja, ich meine auch im Off-Topic oder so, also in den Channels. Ist einer der neuesten Beiträge. Ah! Stefan der Echte ist jetzt auch online. Ist ja cool. So, die Mission muss ich abgeben. Und bin ja für das Handy aufgesprungen. Aber wenn du Bock hast, Max, dann kannst du, bist noch am Dings, ne? Am Exploren. Du kannst natürlich jetzt aktuell, weil ich ja aktuell in keinem Wing bin, bei mir mitfliegen als Partner. Ja, ich wünsche dir auch noch eine tolle Unterhaltung. Super. Ich danke dir vielmals und wie gesagt, wenn du nachher Bock hast, können wir gerne auch zusammen in der Konfliktzone was für die Brauerei machen. Weil das Bier muss fließen, ist ja klar, ne? Und danke, dass du da warst. Ja, ist ja so. Danke. Ist das ein Anspiel auf Dune? Ja. Warum nicht? Wenn man die fragt, wenn man das jetzt in Venon umbenenne, haben wir einen ich bin hier auf dem, aus Oblivion. Ich bin hier in meiner Python, die hat noch einen Platz frei. Das ist kein Thema. Ja, dann ist doch gut, dass du den TS hast. Dann hast du ja auch die Berechtigung. Hoffe ich zumindest mal. Was meinst du? Wie heißt die Brauerei von euch? Die Perisring Brauerei. Perisring Brewery. Wenn man die Venon umbenenne, haben wir ein Easter Egg aus Oblivion. Nee. Geht ja nicht. Wir haben ja, wir haben ja dann auch, ja, Katie, checken wir später nochmal, ne? Also wir hören und reden uns, hören, reden, sehen uns, etc. Passt schon, schreiben uns, wollte ich sagen. So, Mission habe ich abgegeben. Bin ich eh schon gleich durch hier mit denen. Kann schon mal gucken, dass ich noch andere Dinge mache. Als erstes ist egal. So. Ach, ich wollte noch dem KD seinen Channel. Das habe ich auch gesagt, wollte ich mal. Mach ich auch noch gerade schnell. Dem seinen Channel in die Beschreibung. Reinhauen. So, Mission ist abgegeben und so weiter. Ich check grad mal den. Ich meine, ich wäre gerade am letzten Jump. KD. Ja, ja, also wie gesagt, Duamta, Polyakov Station. Dort kannst du eincachen und dann machst du das am besten mit der Schiffswerft-Funktion. Die ich dir gestern den Link gegeben habe und dann
So, und dann zum So, das mache ich mir gleich Channel alles am pan zu besten, Fuß. bevor der jemand auf den Link geht und der zwischendurch nicht da ist. Achso, ja. Giovanni, ja, meintest du eigentlich mit dem Social, meintest du das im Hauptmenü? Ja. Ja, das ist doch ganz einfach, das ist die Anzahl der Leute, die online sind. Ah, die du in deiner Freundesliste hast. Ja, ist verstanden, und du ja. kannst oben rechts, kannst du ja nach Alphabet sortieren. Dann sind aber auch die Leute, die offline sind, alphabetisch sortiert. Deswegen siehst du die vielleicht nicht direkt auf der ersten Seite. Verstehst du? Ja. Ja. Halt einfach den Filter dann halt auf online setzen. Cooler. Ach, jetzt habe ich schon Haare vergessen. Welche Station? Poljakow. Steht auch oben links noch in deinen Nachrichten. Die eine Nachricht bleibt nämlich so lange erhalten, bis du eingecached hast. Power High. Kanal. Sehr cooler. Also im Moment bist du nicht in der richtigen. Du bist nicht in dem richtigen Miete? System, ne? Hä? Ich habe aber keinen weiteren Jump. Ja, du hast wahrscheinlich das System ausgewählt, wo ich war. Ich habe aber gesagt, du sollst nach Amta. Dort habe ich die Mission angenommen. Das Handen von den Leuten war allerdings in dem System, wo du jetzt gerade drin bist. Deswegen, ja. Also musst du noch einen Jump machen. Ach, da haben wir schon wieder verschrieben. Gut, ich Es sind nur 5,3 Lichtjahre, also sollte das eigentlich mit deinem Schiff auch in einem Jump sein. So. Ist es auch, aber das ist nicht die Situation. So. So, der Link vom KD sein Kanal steht in der Beschreibung. Müsste jetzt drin sein. So, noch mal gerade checken. Mein Kanal. Da. Ja, auch ein sehr cooler YouTube-Kanal über Elite findet ihr beim Commander KD. Und darunter der Link. Schon muss das sein. Schon muss das sein. So. Minieren und wieder aktiv hier reingehen. Beinahe vergessen hier, gibt's ja nicht. So. Polikarbov? Ja. Falsche Fenster. Assistent. So, jetzt sehe ich wieder den Chat und alles geht wieder weiter. Hab ich noch Mission? Hab ich die immer mit abgegeben hier, ne? Doch, habe ich schon abgegeben. Hä? Ich hab mehr noch so ein Mitchell Vision und. Ah, der Netzwilken. Jetzt wo sind wir hier? Ten Landing. Systemname. Gib mir doch bitte den Systemnamen. Warte mal, Navigation. Ah, okay. Gut, dann geht es weiter. Ja, der Magnet sollte jetzt. Ah, habe ich schon geplant. Alles klar. Ist nur los. Also wie gesagt, ich kann dir auch, wenn du möchtest, Max, eine Einladung schicken zur Crew. Dann ist nicht das Problem. Mach das gleich mal. Wenn du Bock hast, kannst du die dann annehmen, wenn du jetzt noch zuhörst. Ah ne, der ist ja gerade gar nicht im Spiel. Alles klar. Ich habe ja, vorgestern habe ich den neuen Blade Runner geguckt auf Netflix, ne? Der ist super, ne? Ja, also, er hatte schon Längen mit den 2 Stunden 45 Minuten. Ja, oder? Aber der erste hatte auch Längen. Ja, sicher. Finde ich immer so das Argument. Ne, das haben ja viele an dem Film kritisiert, ne? Aber in selben Auto gesagt, ach,
Der kommt nicht lang, der kommt nicht an den großen Klassiker ran, doch, weil der hat der Längen. Ja, weißt du? Weil, so, beide haben das gleiche Problem. Ja, ja, Art. Natürlich. Ja, ja, ja. Also eben, weißt du? Es ist halt auch nicht hundertprozentig genau meins. Ich finde halt irgendwie, ja, ich finde es cool. Das ist so eine Art Erzählung, wie man sie früher in Filmen halt häufiger hatte. Und das hat auch seinen Charme, Frank. Das ist klar, das muss ja ohne jedem seins sein. Aber ich finde, das ist auch schön gegenüber Filmen, die gerade heutzutage häufig sind, wo dann alles ziemlich hektisch ist. Nehmen wir mal als krasses Beispiel halt die Transformers-Filme. Ja, also außer dem neuesten. Das ist, ne? Ja, das ist ja was ganz anderes. Das ist, ja, ist meilenweit entfernt. Welche? Der Anspruch. Aber guck mal, der ich sag Typ, nicht, dass die schlecht sind, sagen wir von der Art her. Also, den Typ, den am Anfang da, also das ist der Typ, den Replikanten. Das ist doch der gleiche Schauspieler, der Drax spielt, oder? Kein Ding, Max. Läuft nix weg hier. Bitte? Das ist doch der gleiche Schauspieler, der Drax spielt von Guardians of the Galaxy. Ja, der kommt mir, welcher Schauspieler? Den ersten Replikanten, den er umlegen muss, weil der... Das kann sein, der sieht ihm ziemlich ähnlich, wo du sagst, der auf der Insektenfarm. Richtig. Mhm. Hä? Ja, in dem neuesten Blade Runner, der fängt damit an, dass der Blade Runner den Replikanten auf der Insektenfarm tötet. Nee, ich war jetzt gerade verwirrt, weil ich war jetzt immer noch bei der Situation, wie ich rede über Transformers. Achso, nee. Transformers habe ich nur als Beispiel genommen, weil es von der Film, also von dem Ablauf des Films natürlich weitaus schneller und hektischer ist als jetzt die Blade Runner-Filme. Deswegen war. Ja, also ich finde es gut, aber es. Ja, könnte auch anders sein. Also es ist halt irgendwo so. Also letztendlich kommt die Story auch. Also jetzt mal im großen und ganzen Spektrum des Universums also nicht wirklich voran. Ach, das finde ich nicht. Ich finde schon, die Story hat ihren Flow. Ja, die Story selbst hat ihren Flow, aber... Ist einfach ein Film mit Längen. Ja, so. Und letztendlich die Resolution ist jetzt gerade nicht weltbewegend gewesen. Also ich fand, das ist halt so ein Film, wie auch, wie halt viele Filme sind, wo dann viel über Bildersprache geht, weißt du? Wo damit viel dargestellt wird und viel mehr ausgesagt wird, ohne jetzt eine Actionsequenz oder viele Worte zu benutzen. Weißt du, was ich meine? In gewisser Weise ist die Story ganz ähnlich zu Armitage Anime. Ja, ja, gut, das ist klar. Also Armitage hat, ja, Armitage hat sich von der Story an einigen Science-Fiction-Klassiker bedient. Ist ja okay. Ja, oder umgekehrt. Nein, die sind doch alle älter. Also der Blade Runner 2 ist ja auf Grundlage des ersten. Und die Armitage... Ja, beim ersten kommt das ja aber nicht vor. Ja, doch. Ja, mit der Schwangerschaft. Aber allein den Konflikt mit der Mars-Kolonie etc., dass Roboter ausgenutzt werden etc., das war halt schon Blade Runner. Ne? Daran hat sich Armitage natürlich bedient wie an anderen Science-Fiction-Klassiker. Oh, ja, gut, wer da nie befruchtet hat. Ja, nochmal. Ne, der erste, also von der Grundstory, von dem Grundplot, den gab es schon in dem ersten Blade Runner und der ist viel älter als der Armitage 3. Da auch ein super Anime ist. Gibt viele gute Animes. Ja, ja, ja. Deswegen haben sie die Schwesterschiffe oder die nachfolgenden Klassen bei Star Trek Online ja auch nach Animes benannt. Ah ja. Naja, weil die Akira-Klasse wurde nach dem Anime Akira benannt. Die Macher von Star Trek Online wussten das, dass der Designer das danach benannt hat. Und haben dann die Nachfolgeklasse halt Armitage-Klasse genannt. Mhm. Wobei halt die Akira-Klasse halt auch ein Lore-Schiff ist, ne? Also gehört zum Kanon. Ja, aber die Designer vom Lore... Ja, ja, ich weiß, das ist der... Der hatte das nach dem Anime. Ja, ja, der Jäger. Kam dann die Designer von Star Trek Online, ihm zu ehren, dann halt die Nachfolgeklasse halt auch nach dem Anime. Ja, warte mal kurz. Kein Ding, Max. Viel Spaß dabei, ne? Wir hören, sehen, reden, schreiben uns. Je nachdem. Weißt du das schon, wenn ich abgegeben habe, ne? Ja. Muss ich aber nicht mehr darauf warten, dass er da hingeht, oder? Nee, ich hab schon, nicht. Nein, ich, wenn du abgeschlossen hast, abgeholt. Muss er nur abholen. Alles klar, du hast schon. Ich bin doch schon wieder draußen. Gut.
Hast du dir denn nachgeguckt, wo du das jetzt holen kannst, was ich dir gegeben habe, oder? Ich habe noch gerade eben gesagt, das machen wir, wenn wir alles fertig haben, per Hand zu Fuß. Ja, okay. Also, ja, dann mach halt hier Mission oder was für die Föderation. Ja, mach das ruhig, Max. Mach das ruhig. Ne? Kein Ding. Wünsche dir auch noch viel Spaß, wie Jetzt wäre gesagt. der Schritt, das Schiff zu kaufen. Ach, habe ich schon gut geplant? Ja, aber ich muss weg. Aber gut, ich gebe dem kurz Also. das Ding noch. Ja, Ja, deswegen er hat frage noch einen ich ja. Termin. Der Frank, der ist halt busy. So, okay. Setzt Antriebe So. aktiviert. Hier, ich gebe dir die Seite. Du musst da unten links, also Referenzsystem, da musst du Duamta eingeben und dann werden dir die nächsten Systeme angezeigt, inklusive Raumstation, wo du alles, was dort oben eingetragen ist, kriegst. Und was du einbauen sollst, ist ja das gleiche, aber trotzdem gebe ich es dir, weil es hier übersichtlicher dargestellt wird, auch nochmal den Link. So, ich muss jetzt. Ciao. Jo, Bis ciao. später. Da ist viel ohne links. Oder ganz, ganz ohne. Ah! Der Unten links bei Muliami. Referenz. Hi, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Bei Freut Referenzsystem. mich. In dem Feld, wo drüber Referenzsystem steht. Ja, mir geht's gut. Und wie geht's dir? So, bis später. Jo, bis dann, Frank. Ansonsten kann den Giovanni bei den Seiten auch helfen, weil der nutzt die auch. Ja, Ja, gut. gelegentlich. Referenzsystem. Ja, wie gesagt. Ah, jetzt habe ich hier. Muss scrollen. Also, wie gesagt, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, das freut mich doch. Super. Hier der Muni Army. Der hat auch einen super Gaming-Channel. Allgemein Gaming. Und viel, ich meine, was spielst du noch mal viel? Schreib mal kurz rein. Bin mit den verwechsel manchmal das ein oder andere Spiel miteinander. Bevor ich jetzt was Falsches sage, schreib mal kurz rein, was du am häufigsten spielst. Oder was nochmal am aktuellsten ist, weil ich gucke momentan so viele. Ah, Call of Duty Mobile war das. Genau. Das macht ja auch super unterhaltsam. Also ich gucke da auch mal gerne Leute zu, auch bei Spielen, die ich selber gar nicht so spiele. Einfach wenn die das in einer super unterhaltsamen Art machen. Es ist eigentlich schon fast egal, um was es da geht im Spiel, wenn er einfach eine gute Unterhaltung ist. So. Spielst du hier so Mobile Games? So. Lande ich erstmal kurz. Ja, kein Ding, gerne doch. Selbstverständlich. Was mir gefällt, empfehle ich immer gerne weiter. So. Muss mal gerade hier nochmal was nachgucken.
Na? Vertrieb braucht's gar nicht. Nicht, wenn ich hier gerade mal den DS immer aufmache. Hier, Eisklinge, spielst du hier Mobile Games eigentlich? Uff, nicht wirklich. Höchstens für unterwegs oder wenn ich irgendwo warten muss. Ja, und was spielst du da? Moment. Kleinen Moment. Ja, kein Ding. Bloon Tower Defense 5. Ja, und das war's. Ah, okay. Mehr hab ich gerade nicht drauf. Ich wollte eigentlich mal nach einem guten Digimon-Game suchen. Und hat auch dieses neue Re-Arise versucht. Aber von der Tatsache her, dass viele Digimons einfach den gleichen Digitationspfad haben. Du, ich kenne mich bei Digimon gar nicht aus. Muss ich echt sagen. Es ist die Situation, du hast Black Agumon und hast ab Black Agumon verschiedene Möglichkeiten. Black Greymon, dann kannst du zu Tankmon. Und ich glaube, da gibt es noch zwei weitere, wenn ich mich nicht irre. Aber Re-Arised hat alles anders gemacht und hat jedem Digimon seinen eigenen Digitationspfad kennen. Also nur noch eine Möglichkeit. Ah, okay. Und das ist ein bisschen bescheuert, weil ich wollte Black War Greymon haben. Aha. Und Skull Greymon. Okay. Als auch Imperial Dramon Fighter Form. Und dafür brauchst du nun mal einfach Ex-Wemon, wessen Vorform Vidramon ist. Aber in dem Game haben sie so gemacht, dass Vidramon nur zu Vidramon werden kann. Was mir gar nichts bringt. Und deswegen ist es nochmal runtergeschmissen worden. Muss nur in die andere Station. Ja, ja, klar. Ja, also Digimon, muss ich sagen, ich habe zwar, ich meine, als Pokémon schon anfing, war ich halt schon, habe ich mit meinem Vater, der guckt halt gerne auch, Zeichentrickfilme, ne? Mhm. Und, Moment, beides. Ist ja im Endeffekt, ne? Also man kann jetzt natürlich sagen, einen Unterschied machen, aber im Endeffekt ist der ich eigentlich... Ich mache einen Unterschied tatsächlich. Ich nicht. Also damit einfacher verstanden wird, was ich meine, mache ich damit einen Unterschied, aber im Endeffekt, für meinen Vater zum Beispiel, gibt es da keinen Unterschied zwischen Zeichentrick und Anime. Weißt du? Ja, und die Situation ist nämlich einfach, viele sagen, Heidi wäre Anime, nein. Nein. Ist von einem Anime-Studio. Ja, aber nur weil es von einem Anime-Studio ist, ist es nicht gleich Anime. Naja, es ist kein, wie sagt man, kein Hentai oder so. Aber es ist ein Anime. Hentai ist nochmal was ganz. Ja, ja, sag ich doch. Also, es ist ein Anime. Aber es ist ein vollkommen anderes Genre. Ja, was es für ein Spiel ist, irgendein Digimon-Spiel, haben wir gerade von gesprochen. Wegen Mobile Games und welches Mobile Game er gerade so gerne spielen würde. Und dann sagt er halt so ein. Wie hieß das Spiel noch? Digimon? Irgendwas, ne? Re-Arise. Kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Na? Oh, du willst, zumindest wenn man die ganzen Digitationspfade von allem anderen schon von anderen Spielen kennt. Wenn du sowas dann haben willst, wie du es kennst, vergiss es. Die haben für jedes Digimon seinen eigenen Digitationspfad gemacht. Du hast Wemon, willst aber X-Wemon an? Pff, scheiß drauf. Du kriegst wie Dramon. Du hast Greymon. Du kriegst Black War. Du kriegst fucking Shinrise Greymon. Ist doch lächerlich, ganz ehrlich. Man kennt's aus den Serien, man kennt's aus anderen Spielen. Und bei Re-Arise drehen sie mo einfach alles um und machen komplett so, wie es nach denen ihrer Schnauze passt. Also mo grad ist kein halbe Universum über der Haufe drehe. Ist doch bescheuert. Man hat's in Adventure 2 gesehen, dass Wemon zu Ex-Wemon wird und nicht zu Ex-Dramon, Vidramon. Also ich spiele ja ganz gerne das erste Trading Card Game, was auf den Markt kam. Weil das spiele ich schon auch innerhalb unserer Familie. Bei uns spielt das eigentlich fast jeder. Also mein Vater spielt das, meine Schwestern spielen das, wie ist das Plural von Schwager? Meine Schwäger? Ne, sagt man doch nicht, ne? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, die Gatten meiner Schwester spielen das alles, meine Neffen und Nichten spielen das auch alles, Magic the Gathering. Ah.
Also das war das erste Trading Card Game, was rauskam. Von daher, von dem haben sich auch alle, die danach kamen, einiges immer abgekupfert. Die meisten sind einfach eine relativ einfache Version von Magic, weil man da einfach vieles weggelassen hat und das Spiel vereinfacht hat, ne? Und das spiele ich heute immer noch ganz gerne. Jetzt mit Magic Arena. So heißt die aktuelle Free-to-Play-Fassung, womit man auch alle aktuellen Kartensets, die jetzt erscheinen, dann mitspielen kann. Weißt du? Das ist echt cool. Ja. Kann ich dir empfehlen. Habe ich nie gespielt. Ja, also das ist ja kostenlos, weißt du? Also ist auch relativ einfach. Dadurch, dass das Programm so gut gemacht ist, lernt man das auch relativ easy. Was ich bevorzugen würde, wäre Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist. Aber, und da kommt dieses große Aber, nur bis zur Mitte der dritten Generation. Also bis zur Mitte von 5Ds. Weil alles darüber hinaus ist einfach die Tatsache, die Duelle laufen wie folgt ab. Erste Runde, erster Spieler, Effekt, 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 Karte, Effekt, Monster, Effekt, Karten, Effekt, Zauber, Effekt. Ja, das finde ich halt. Irgendein Riesenspell an Damage und. Ja, das ist halt genau den Vorteil, den Magic bietet. Weil du deine Zauber, die du spielst, weil du spielst, du bist ja bei Magic, ist ja dazu, du bist ein Zauberer und du hast deine Bibliothek von Zaubern. Ne? Und alles, was du machst, auch wenn du jetzt, du tust da kein Monster reinspielen, sondern du beschwörst immer eine Kreatur. Weißt du? Ob jetzt ein Mensch, ob jetzt ein Elf, etc., ist egal. Du beschwörst diese Kreatur, weil du halt ein Zauberer bist. So. Ja. Und bei Magic ist das so, dass der hat Mana, die Kosten der Karten bestimmt. Ne? Also du kannst jede Runde ohne zusätzlichen Effekt, du kannst natürlich Karten spielen, die dafür sorgen, dass du auch mal mehr Mana rausbringen kannst in einer Runde. Aber generell ist es so, du kannst ein Mana pro Runde spielen. Also ins Spiel bringen. Das kannst du dann dann auch später immer wieder nutzen. Ne? Einmal tappen und dann ist dann benutzt. So, mal, Maggi Let's Plays. Hey, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. MacPi Let's Plays. Schön, schön. Schreib mal rein, wie es dir geht. Was wollte ich hier? Ah, ich wollte das Schiff wechseln. Ach, jetzt kommt auch noch der Seatrit Exponent Entertainment. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir natürlich auch. Schön, dass ihr alle da seid. Voll geil. Super. Was ich bei Legacy of Duelist einfach nur geil finde, ist, dass sie halt eben alles mit drin haben, was man so kennt. Okay. Halt alle Story-Arcs. Also mit Yugi, dann mit Yusei, dann mit Jaden. Hab ich nicht geguckt. Mein Vater hat alles geguckt, ohne Witz. Der hat diese ganzen, damals noch, war das noch RTL 2 Serien? Der hat die alle geguckt. Ja, da bin ich auch wieder vorsichtig. Ich sag ja nur, dass die bei RTL 2 liefen. Weißt du? So. Der hat die da immer geguckt. Ob jetzt Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Digimon, obwohl Digimon noch nicht so sehr, also Yu-Gi-Oh! Hat er schon lieber geguckt. Aber der guckt gerne Animes und Zeichentrickfilme. Generell. Weißt du? Ja, das ist so seins. Und Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel hat er geguckt. Aber gespielt auch nicht. Ne? Gespielt haben wir alle nur Magic, The Gathering. Ja, also ich habe jetzt, wenn dann nur die Videospiele. Ich hatte mal als Karte wirklich für in die Hand, war die Situation. Am Freitag haben sich da welche bei uns auf dem Schulhof damals gekloppt in einem Duell. Okay. Er spielt Ra. Also ich halt so erzählt gerade. Er spielt Ra, der andere spielt irgendein Feldwipe-Karte, ich weiß nicht mehr welche. Und Ra ist weg. Und er hat ihm auch wirklich regelkonform erklären können, wie es ging. Und eigentlich heißt es ja, dass die ägyptischen Götterkarten von Zauber- und Fallenkarten immun sind. Aber in dem Moment konnte es ihm wirklich Mopse. Und das hat ihn so aufgeregt, dass er Ra zerfleddert hat. Gab früher mal, ganz früher, in den ersten Magic-Jahren, gab es die Variante wirklich so nach dem Motto Highlander. Ne? Also wenn eine Karte zerstört wurde, dann wurde die auch zerstört. So, das war ganz krass. Ich weiß nicht, was die Deppen da alles für Karten zerrissen haben, die da diese Variante gespielt haben. Aber, naja gut,
Ich hab's ja nicht gemacht. Cool. So, da ist jetzt noch einmal der F. Cooper Gaming. Warte mal kurz. F. Cooper. Cooper Gaming TV. Moin, hab mal kurz reingeschaut und einen Daumen da gelassen. Cooler Stream. Ja, danke dir, Mann. Danke dir, Mann. Schön, schön. Geil, freut mich. Vielen Dank. So. Entschuldigung, nein, aber. Ist okay, alles gut. Am nächsten Montag hatte ich dann versucht, diese ganzen Kartenschnipsel zu finden. Ah, okay, cool. Drei Viertel habe ich gefunden, nur links oben die Ecke hat gefehlt. Ah! Ist denn jetzt hier der Energieverteiler? Da ist der Energieverteiler, weißt du? Nur was mich bei der Ra-Karte ein bisschen irritiert ist, im Anime müssen sie erstmal diese Ritus-Karte spielen. Ja, aber die Formel sahen. Ganz kurz nur. Ja, kein Ding, ja. Also wenn was mir gefällt, dann schreibe ich es rein. Ist doch ganz klar. Ne? Immer wieder gern. Ne? Also den, hier die ganzen, MacBee Let's Play, Sidrit Exposit Entertainment, F. Cooper Gaming TV, Sedrit und Exposito Entertainment. Sorry, wenn ich das Ganze alles jetzt falsch ausspreche, aber es sind super Kanäle, könnt ihr drauf gehen, euch mal anschauen. Like da lassen, ein nettes Kommentar, einen Gruß da lassen, würde mich persönlich auch sehr freuen. Na? Und wie gesagt, mache ich gerne, weil es gefällt mir ja auch. So, Entschuldigung. Jetzt bitte weiter. Sorry. Muss ich jetzt entschuldigen, ich weiß nicht, das Stream ist alles gut. Es gibt ja bei Ra diese Kugel, den Kugelmodus, der eigentlich immer zuerst gespielt werden müsste, wenn man es richtig machen will. Mhm. Aber viele machen einfach nur Opfer drei Monster, fertig, Rad draußen. Keine Formel, kein Kugelmodus. Ja, aber Magic musst du halt immer gucken, ne? Also sowas wie zum Beispiel, es gibt bei Magic keine Karten, die im Endeffekt unzerstörbar sind oder so. Es gibt zwar die Fähigkeit unzerstörbar, ja, aber die kannst du auch umgehen, ja? Ja. Also wenn ein Gegner zum Beispiel die Karte opfern muss, ja, dann wird sie ja nicht zerstört, sondern der Gegner opfert die und du kannst ihn dazu zwingen, dass er eine Karte opfern muss. Als Beispiel. Unzerstörbar ist bei Yu-Gi-Oh! Auch nicht möglich. Als Beispiel. Also es gibt zum Beispiel halt die eine explizite Fähigkeit, weißt du? Unzerstörbar, aber der steht halt eine gewisse Regel. Ne? Ist ja auch logisch, weil wenn nur von dem Beispiel gerade eben, wenn was geopfert wird, dann wird es ja nicht zerstört. Ja. Bei Magic immer ganz wichtig, der genaue Kartentext ist halt die Regel. Ja. Aber genau das haben sie bei Legacy of the Duelist halt eben wirklich nicht gemacht. Die Sache ist, in der Karte im Spiel drin selbst steht, Obelisk der Peiniger ist nicht anhaftbar für Zauber- oder Fallenkarten. So, ich hatte ihn auf dem Feld. Der Gegner spielt Macht des Spiegels. Im Anime ist die gleiche Situation passiert. Kaiba hat Obelisk draußen und irgendein Marik-Fritze von ihm spielt diese Karte und Obelisk zerschlägt den Spiegel einfach. So, ich lass Obelisk angreifen, Obelisk zerstört. Obwohl es in der Karte steht. Also da frage ich mich doch ganz ehrlich, was schreibt man in die Karte drin, wenn ja, der Effekt... Weil das Problem ist, weil man eine TV-Zeichentrickserie hat, weißt du, was ich meine? Und da hat ja, man da irgendwie gesagt, dann anders Moment, da gemacht. Moment, es steht ja noch auch im Spiel auf der Karte drauf. Okay, ja, wie gesagt, keine Ahnung. Bei Magic andere ist halt immer eindeutig, weil sowas, so ja. Eine Situation kommst du nicht, dass in irgendeiner Anime-Serie dann so ein Zug passiert. Weißt du, was ich meine? Da gibt's Romane drüber. Ne? Aber ja. Dann geht's auch nicht darum, dass die in den Romanen Karten spielen, sondern dann geht's halt wirklich um die ganzen Magier etc. und die spielen dann nicht mit Karten, sondern die zaubern halt. Weißt du? Ah ja, klar. Ja? Deswegen, also das kann bei Magic zum Beispiel nie passieren, dass da eine Unstimmigkeit zwischen dem Franchise, einem Roman oder dem Spiel dann kommen kann, ne? Da passiert halt dann leichter, dann, wenn man dann eine Serie hat in Anime-Form, wo dann Kiddies halt Karten spielen. Ne? Dann ist dann klar, eher dann, dass so was passiert. Ah ja, klar. So, jetzt muss ich mal andere Situation war auch noch. Es gibt eine Drachenkarte. Ja. Nennt sich Schwarzflammendrache Horus Level 8, glaube ich. Aha. Und der hat den Effekt, kann die Aktivierung einer Zauberkarte oder Fallenkarte, eins von beiden oder auch beides, da bin ich mir ziemlich 100% sicher, müsste ich das Spiel kurz anmache, verhindern. Mhm. Und das passiert auch nicht einfach. Er hat die Fähigkeit auf der Karte stehen, aber es passiert einfach nicht. Okay. Ja, danke dir, ne?
Und dir noch viel Erfolg beim Weiterarbeiten. Na? Wir hören, sehen bzw. schreiben uns. So. Ja, wie gesagt, also ich kann dir nur scheiß Erkältung. Ich kann dir wirklich Magic the Gathering oder besser gesagt das kostenlose Spiel Magic Arena empfehlen. Macht echt Spaß. Ist auch super animiert. Und ist super programmiert auch das Spiel. Also man lernt das wirklich ganz gut da. Man sieht auch, wenn die Karten werden so markiert, dass du dann siehst, okay, die kannst du dann jetzt spielen, ne? Und du musst da kein Geld für einsetzen. Du kannst natürlich Booster kaufen, aber durch die täglichen Quests, die man machen kann, hat man bekommt man ganz gut diese Münzen und kann sich die dann freispielen, die Karten, weißt du? Und die Quests sind dann auch nicht so, dass du dafür gewinnen musst, ja? Also die täglichen Quests, dann heißt es dann, spiele 20 schwarze Zauber, ja? Oder spiele 20 Länder. Oder zerstöre 15 Kreaturen. Ja, dafür musst du kein Spiel gewinnen. Weißt du, was ich meine? Das heißt, du hast immer einen Prozess in dem Spiel. So, das Schiff jetzt wechseln. Ich wollte mal wieder den Cutter ausfliegen. Haben wir nicht. Tick heute durch ist. Sieht schon mal was Neues. Na? Na, steht immer noch auf Unentschieden. Das ist ja doof. Macht ja erst. Ergibt ja erst Sinn, wenn der Tick durch ist. Muss man nachlesen. Ah, okay, dann haben wir den zweiten Tag verloren. Wir den einen Tag schon beherrscht haben. Also ich komme mit dieser Stationsfindenseite nicht hin. Was ist denn ein Problem? Der hat mir gesagt, ich soll bei Referenzsystem Duamata eingehen. Ja. Habe ich gemacht. Ja. Aber der sagt mir hier ganz andere Systeme. Ja, das ist ja nur das Referenzsystem. Du sollst ja dann gucken, in welchem System das gibt, was du suchst. Was hast du denn eingegeben, was du suchst? ID ASP Explorer. Ja, die gibt es dann in den Systemen, die dir angezeigt werden. Das ist ja nur das Referenzsystem. Von dem System aus, wo du bist, zeige mir bitte Stationen oder Systeme an, wo ich dann diesen Gegenstand oder das Schiff halt kaufen kann. So ist das gemeint. Da ist der Jörg. Schönen guten Abend. Was? Gegen meinen Imperialo Katamon? Also da ziehe ich dann, warte mal, dann spiele ich die Weltenreinigung von Magic. Zerstöre alle bleibenden Raumschiffe. Zerstöre alle bleibenden Karten. Ich wollte gerade sagen, hä? Warum ist das denn? Globaler Effekt, da hilft dann auch kein Schutz vor Zaubersprüchen oder so, weil betrifft alle Karten. Globaler Zauber. Ha! Die Weltenreinigung. Tolle Karte. Kostet 6 Mana. 3 weiße und 3 egal. 3 farblose halt. Kannst dann egal welche Farbe dann hat Mana für tappen. Insgesamt 6. Kann man dann auch nicht sofort in der ersten Runde zum Beispiel spielen. Ne? Dauert dann auch mal ein bisschen, bis man solche Karten spielen kann bei Magic. Echt gut gebalanced, was sowas angeht. Ist aber hart, also da kann man schon einigen Feats mitmachen. Der war jetzt wirklich gut, Jörg. Der war ja klasse. Ich wollte das Zeug hier einbauen, ne? Ausrüstung. Aber mal alles wieder säubern hier. So, da mal zum Ramon hab. Ja, verdrückt. So. Also was Mobile Games angeht, würde ich keines der ganz großen Dinger machen. Auf keinen Fall.
Was sind ganz große Dinger? Ich kenne mich da nicht so aus, was Mobile Games Clash of angeht. Clans etc. pp. Ach so, ja, nee, das hat mich alles So noch nie ganzen gereizt. hochgehypten Spiele, so, ne. Ich war mal eine Zeit lang von so einer Echtzeit-Weltraumstrategie. Da habe ich früher mal gespielt, bevor es auch mit den Handys angefangen hat. Also noch im Browser-Game, ne? Ja. Und da war ich dann relativ erfolgreich. Hab dann in einem Clan angefangen, das hieß das Spiel Star Wars Hidden Empire. Okay. Das ist ein Fanprojekt, also ein Community-Projekt, also da wird kein Geld mit verdient, da gibt es keine Güter, die man kaufen kann oder so, sondern finanziert sich nur durch Spenden. Ja. Das hört sich super an. Ja, ist auch schön. Also die Liebe im Detail sieht man da. Und auch die Bedienungsoberfläche ist total geil. Also auch da nichts überladen mit irgendwelcher Werbung oder so, ne? Und da war ich dann auch recht erfolgreich, habe dann im Clan angefangen, habe dann irgendwann dann einen Wing von dem Clan hochgezogen und habe dann irgendwann meinen eigenen Clan gegründet mit sehr aktiven Leuten aus dem Wing damals, ne? Und dann haben sich andere Clans halt aufgelöst und dann kamen noch mehr Aktive, mit denen man guten Draht hatte dann zu uns und irgendwann hatten wir dann drei Clans, also zwei Wings zu dem Hauptclan und dann habe ich dann irgendwann den Clan-Verbandsleader gemacht, ne? War dann auch dann schon Moderator in dem Forum und Beta-Tester dann für die Beta-Umgebung. Und dann wollte ich mich aus dem Spiel zurückziehen und dann habe ich noch ein paar Jährchen da Admin gemacht in dem Spiel, im Support. War echt cool, war eine schöne Zeit. Und da ging es auch los mit Handys und so. Also ich habe dann angefangen, das Spiel dann auch über so ein, jetzt muss man gucken, mal der Jörg schreibt, ich konnte mit dem schwarzen Loch und opfere 3000 Lebenspunkte. Mir geht's gut an euch. Ja, mir geht's super. Ich spiele Chuck Norris und Chuck Norris gewinnt das Spiel. Ja, nicht du, nicht dein Gegner, nein, Chuck Norris gewinnt das Spiel. Punkt, Spiel aus. Ja, genau. Geil, Wenn es so. regnet und Chuck Norris steht im Freien, der Regen, der Chuck Norris wird nicht nass, der Regen wird Chuck Norris. Na, es gibt so geile, es gibt echt, so muss man nach Magic-Parodiekarten gucken, die geilste ist Chuck Norris. Ja, klar. Ne? Chuck Norris gewinnt das Spiel, nicht du gewinnst das Spiel, nicht dein Gegner gewinnt das Spiel, nein, Chuck Norris gewinnt das Spiel. Und Spiel ist aus. So. Was wollte ich denn jetzt Gibt nichts sagen? Wo Besseres waren als wir stehen Chuck geblieben? Norris Witze. Was wollte ich denn jetzt Ach sagen? so, by the way, Chuck Norris. Ich weiß nicht, Ist egal. hast du Supernatural gesehen? Nee, hat mich nicht so gereizt. Jedenfalls einer von den zwei Schauspielern, der Padalecki, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, erschlaget mich nicht, Bonsai, wenn, falls er wohl gerade dabei sein soll, soll angeblich die Hauptrolle, also soll wirklich Chuck Norris spielen. Ah, okay. In dieser komischen Western-Serie, ich weiß gerade nämlich. Ja, Texas ja, Ranger ja, oder so, ja, ne? ja. Okay. Da soll einer von den beiden da die Hauptrolle übernehmen. Tja, Jörg, hättest du nicht Der gedacht, gute ne? Das Sam ist Chuck Winchester Norris Spiele. spielt. Das ist einfach dann so. Na? Da kann man nichts machen. Ja. So. Das ist, Auf jeden Fall Chuck Winchester. wenn man den Gegner nicht den Sieg gönnt, dann spielt man Chuck Norris. Genau. So. Ich glaube, ich habe jetzt was alles drin. Ne, den Energieverteiler muss ich noch einbauen. Ah, das ist eine böse Situation, oder? Ja, da ist er. Situation jetzt vor oder hinter dem Planeten? Vor dem Planeten würde ich sagen. Eingelagerte Module verkaufen. Ja, das ist alles gut. So. Ah, Schildzellenbank. Ah, ich wusste, dass ich was vergessen habe. Oder? Soll ich schon mal in die Internen reingucken? Habe ich eingebaut? Die Dings, die Schildbooster. Zwei.
Komm, sieht doch gut aus. Kann auch mal checken in den Schildboostern. Schildzellenbänken. Tada, da ist ein leerer Sechserplatz. Ja, ja. Oh, und umfüllen. Vier. Drei haben wir hier. Hier ist nix. Die sind auch noch auf dem anderen Schiff. Vier, drei, einser. Einser? Ne, da muss man drin. Nochmal Schiff wechseln. Ganz hinne. Oh Gott. So, ja, Ausrüstung. Rumpfeln. Asp Explorer, da ist er ja. Jetzt haben wir noch einen Zweierplatz da. Ah, Schildsendung auf jeden Fall noch. Sechs Millionen. Nur. Ach, ich stepp. Gedrückt. War denn 6 Millionen? Ja, ja, ich fand das Geld. Ich fand das Geld locker. Jetzt weiß ich schon mehr, was für ein Setup der haben wollte. Hat er das nicht gesagt oder irgendwo im doch, Tool? Doch, nur ich glaube, ich habe die Links nicht mehr. Und gucken wir doch mal im. Und dann scroll doch nochmal im TS in dem Chat hoch oder runter. Stimmt. Weil oh, die hier bleiben eigentlich stehen. War das hier oder was? So. Ne, das ist ein Frank, sein. Ne? Ne, das ist Anaconda. Oh, hol das mal auf dem Main-Bild, ey. Die Asp. Chat gucken. Och, hat er keine Module. Dinge hier. Das ist doof. So, also mit dem Verstärker 2 drin. Ah, ist doch gut. Passt. Will er 2 seismische Lader? Mann. So. Alles gut. So, also, jetzt wollte ich noch mal gucken, wann der Tick jetzt wirklich war. Und ob der jetzt war, weil irgendwie bin ich mir da nicht so sicher. Also diese seismische Ladewerfer hat er schon mal hier in der Stadt. Beherrscht.
keinen Takt beherrscht. Was steht hier? Doch, die hatten den dann. Ballenlaser. Katanisch. Okay. Machen wir hier weiter. So, Kontakte. Machen wir die erstmal ab. Weiter zwei Weißchen. Also mal die mal wieder zu leveln. Jörg, was machst du denn momentan in Game? Erzähl mal. Ich? Nee, der Jörg. Der Jörg Schulz. Und wie schaut es allgemein aus? Hat einer von euch früher auch mal Trading Card Games gespielt oder spielt ihr heute noch? Egal in welcher Form, ob mit Karten oder digital. Schreibt es ruhig auch mal in die Kommentare. Auch natürlich interessant dann zu schreiben, was für ein Spiel ihr gespielt habt. Oder immer noch vielleicht spielt. Auch eine geringe. Alles ziemlich weit auseinander. Warum dauert die so lang? Muss ich vorher noch den Dings ein bisschen verschieben. Ach, jetzt ist ja mein Chat wieder verrutscht. Leuchte Panzerung. Sehe ich nämlich nicht. Den, genau. Da ist der Chat. Näher ist er da im Weg. So kann der aber bleiben. Da schreibt er hin. Ich fahre mal die Korvette, beziehungsweise brauche noch einen Rangaufstieg. Ja, viel Erfolg. So. Mach's immer für mehrere Fraktionen, ne? Warte. Also für mehrere Fettfraktionen würde ich empfehlen. Welcome aboard, Commander. Der Faktor ist am besten. Oh.
Ich muss gerade hier Ziel wechseln. Und? Sammelt oben. Naja. Warte mal kurz. Ich schließe gleich, so hat er geschrieben als Jörg. Ich gerade Alpha erstmal weghauen. Warte mal, ich schau mal, was am besten ist. Und wenn ich das hab, was ich will, dann im nächsten irgendwann bleib ich mal bei einer. Ja, ja, nee, nee, das meinte ich nicht so. Ich meinte bei mehreren Fettfraktionen, wenn du gerade Fettruf machst. Weil das ist immer effektiver, als wenn du jetzt nur für eine Fat-Miner-Faction Ruf machst, wenn du jetzt föderalen Ruf Rang machst für die Korvette. Und übrigens, in der Allianz gibt es natürlich das geilste Bier, ne? Endlich weg. Das ist Peter. Ja, wie gesagt, kommt es einfach vor dem Prozess. Wenn du mehrere Fraktionen machst, wenn du einen Ruf machst von einer Hauptfraktion, dann mehrere meiner Factions von denen an einer, du bist ja an einer Station und stacks Missionen, wenn du Ruf machst. Und da, wie gesagt, wenn du von mehreren Föderationsfraktionen dann Missionen annimmst und du bei mehreren meiner Factions der Hauptfraktion steigst, dann steckst du insgesamt dann schneller. Also geht besser.
wieder so weit weg. Boah, 25 Minuten dauert das. Im Transit. Ach, nicht erwischt, das ist ein Ding. Stehen jetzt nicht über Verankerung, ne? Machst du mal, du Scheiß. Ah, ist er jetzt eigentlich schon gut. So, dann habe ich jetzt auch mal meine Cobra aufgerüstet. Ja, GZ. You're on a roll.
Mo Jucke, was man hier noch trinkt. Einhalten. Was? Oh, 14, das geht ja doppelt und dreifach. Mhm. Wenn man so mit 30, 36, 40, 40, da kommt es jetzt. Alter, 3000. Ach. Ah, da haben wir doch einen Auftrag. Sekt. So. Multiple hostiles here. Let's take them out one at a time. Mike Perkins. Oh, ein Mike. Das ist schlecht, damit mein Bruder mich gelünscht. Ja, warum? Mein Bruder ist auch Mike. Ach so, als Pirat, den du töten musst jetzt. Alles klar, verstanden. Wieder hier die Cursor gekommen, der verrutscht mir der Chat. So, das müsste jetzt aktuell sein. Ob ich zumindest mal. So, ja, nee, schön, schön. Victory is close, I can feel it.
Mayday, Commander. Taking fire. Ja, dann komm hier. Good shooting, Commander. Also, sieht doch gut aus. Wieso klappen jetzt die Kühlkörper nicht? Ah. Folgt mir mal. Thank you.
Gerne doch, gerne doch. Ich gerade der NPC bei mir bedankt, dass ich dem geholfen habe. Freundlich, wenn die so nett sind. So, zum nächsten Gegner. Multiple hostiles here. Let's take them out one at a time.
So, dann in die mittlere. So, die erste erledigt. Hör, bitte was? Die erste Konfliktzone, sagt, ich habe es erledigt. Oh. Was heißt? Ja, ab in die nächste. Oh. Warum startet der jetzt nicht? Was für einen Rang hast denn du? Ja, den Admiralsrang für die Korvette und den imperialen Rang für den Cutter. Also die Ränge, die man für die Schiffe braucht. Ich glaube, bei einem bin ich sogar eins höher. Nur mal gucken. Nee, ich meine so in die Richtung Elite oder sowas. Ach so, ja, Elite, ne? Könnte ich da mal kurz so eine Mission ausleihen? Inwiefern? Piraten ermorden. Ich meine die Konfliktzone gerade, damit wir den Krieg gewinnen, weißt du? Ach so, okay. Man geht wirklich dann, dass ich halt in der gewissen, in der Zeit heute noch schaffe, noch einige Konfliktzonen zu machen. Weißt du, jede einzelne Konfliktzone, die wir gewinnen, wird halt gewertet. So. Ich muss mal gerade gucken, ob mal langsam da Leute eingetrudelt sind bei uns auf dem Discord. Weil da könnten die eigentlich auch mal Wing Missions machen, weißt du, die du abstauben kannst. Wenn ich alleine bin, ist natürlich blöd, dann mache ich ohne Mission. Ich hatte gerade ein bisschen Film am Laufe. Ich sagte, ich muss mal gerade gucken, ob auf dem Discord mal ein paar Leute sind. Aha. Da sind noch welche. Ich stürme da trotzdem mal rein. Aha. Achso, im Discord bräuchte ich dann auch mal noch der A-Drang. Achso, ja, das kann ich leider nicht machen. Das kann der Goba machen vielleicht und der Markus, der Himmelsläufer. Du kannst auch den Himmelsläufer mal anschreiben. Dafür. Lass mich mal überlegen. Was macht der denn jetzt? Na gut, die sind ja dann beschäftigt. Ja, die machen da momentan nichts. Okay. Muss ich hier weiter gerade machen. Zum Ock. Einmal. Und zweimal. So. Und Video ist immer easy. Ah, na, direkt früh schießt, das ist doch schön. Machen wir das gerade eiskalt so? Ha? Mach ich das gerade eiskalt auf diese Variante? Ich kann aber gleich mal gucken, dass ich einfach eine Wing Mission annehme. Aha. Und die auf die Zeit dann macht, das muss ja nicht viel sein, weißt du? Und dann kannst du die auch noch mit absahen, die Mission. Mache ich, wenn ich hier die Konfliktzone gelandet habe, dann fliege ich immer zur Station. Und dann kann ich auch nach einer Mission mal gucken, weißt du? Ja, ja. Ach, das ist ja, alles richtig. So, der stört jetzt.
Warte mal, ich mach gerade nochmal meinen Anhieb. So, lang nichts mehr los gewesen im Chat. Richtig schade. Jörg, bist du noch da? Mach mal ein Lebenszeichen, wenn du noch da bist. Was? Ja, die Kriegskorrespondenten, die sind egal. Was haben wir hier noch? Will ich meine Leute unterstützen? Ja, denn der ist näher.
Ah ja, wunderbar. Schön, dass du noch da bist. Wann hast du eigentlich mit Elite angefangen, Jörg? Erzähl mal. Ärgerlich. So, vor anderthalb Jahren 3 Monate intensiv gezockt und dann 1,5 Jahre Pause gemacht, beziehungsweise keine Lust mehr gehabt. Ja, das kann manchmal passieren in Elite. Ist so. Gibt auch Leute, die machen immer wieder mal zwischendurch Pause, ne? Spielen eine Weile, machen mal eine Pause, fangen wieder an, etc. Alles kein Thema. Was hat dich jetzt bewegt, wieder in die Elite einzusteigen? Was war so der Hauptgrund wieder? Komm, gib doch mal Gas, drück mal auf die Tube. Ja, der will auch abhauen. Ja, wenn sie alle abhauen, dann wollen wir auch so. Gar nicht erst so weit kommen lassen. Hm? Ja, wenn nur auch nicht schlimm. Guck mal, ein Fighter jetzt langsam wieder absetzen. Ja, ich hab bis jetzt noch keinen entkommen lassen. Boah, in der Konfliktzone kann das mal passieren. Could be dangerous.
überhaupt noch am Stream? Ja, ja, klar. Bist du ruhig? Bin ich beim Stream gar nicht gewohnt. Ja, ich glaub, ja, kann ja Fragen stellen und warte dann auf Antworten zwischendurch. Ich kann auch momentan mit der Erkältung ist mir jetzt auch wirklich nicht so einfach alles zu erklären, weißt du? Was? Ich komme natürlich auch noch dabei, sonst würde ich mehr noch hier über die Konventionen reden, etc. Aber ich krieg schon so wenig Luft, weißt du? Nee, das ist so. Nee, ist aber okay, passt schon. Hast schon recht. So, bei dir, wie sieht es da jetzt aktuell aus? Ich ja, gerade mein zweites Ziel. Hoffe ich zumindest mal, dass das mein Ziel ist. Hm. Er ist gesucht, aber er ist nicht mein Ziel. Ach, scheiß drauf. Ja. Ist halt so eine Frage, ob man die Zeit investieren will. Experte. Was hat er dann für ein Schiff? Eine Diamond. Bin ich mit einer MK3 Cobra stärker als Diamondback Scout? Hey, ja, aber schon. Also ich sollte gewinnen. Ah ja, klar, geht schon. Ist das Schöne bei den Missionen, dass du da immer entsprechendes Rangs dann auch Gegner kriegst. Ja, ne, den habe ich gerade random getroffen. Ach so, ja dann. Ach, das ist was einfach mal. Man kann nicht mehr als sterben. Das sowieso. So. Wunderbar, ist kaputt. Ist er kaputt? Er versucht sich zu wehren. Ja, versucht nicht. Kann man doch mal machen. Ich muss mal gerade mal irgendwo reinbeißen. Jetzt will er hier mit mir Beyblade spielen. Hör auf, Beyblade zu spielen und flieg geradeaus. Kann ich eh nicht gewinnen. Send, also. Oh, der ist okay. Ah, ich krieg Unterstützung. Ja, siehst du. Und jetzt kaufe ich mal. Ich will den letzten Schuss. Ach, mach ich schon. Schauen Sie mir mein Ziel. Systembehörde. Systembehörde. Mir relativ, ob die mich scannen oder nicht. Da ist ein Kampf. Gesucht. Das reicht mir. Eine Regel zerstört.
Warum jetzt? Well? Ne, Xavier Gibber ist immer noch am Leben. Systembehörde. Oh, Allianz Crusader. Ne, von dem lasse ich mal die Finger. Dolphin, der könnte es vielleicht. Multiple targets in this area, Commander. Could be dangerous. Not. Komm schon, Xavier, zeig dich, Schiff der Behörde. Sophie Bath. Multiple hostiles here. Let's take them out one at a Behörde. Ebel. Oh, da wird gekämpft. Noch einen Abschuss, dann habe ich die Konfliktzone auch gemacht. Dauert mir zu lange mit dem mittleren und dem. Nein, ich aufmache, fliegt dann zur Zeit gleich tatsächlich wirklich die längeren Wege und mache nur die geringen, damit es einfach schneller geht. Ja. Mischen die Taste nächstes. Gar nicht so gewies. Gar nicht mal so gut, hä? Ja?
Iron Wolf. Alles klar. We've got multiple hostiles here. Let's take them out one at a time. So, den noch erledigt. Das müsste der nicht gewesen sein, oder? Und dann fliege ich jetzt mal zur Station. Ah! Irk hat was geschrieben. Destiny und Battlefield, aber mittlerweile habe ich keinen Bock mehr auf Ego-Shooter. Mehr oder Looter-Shooter. Ja. Ja. Neuen Kram, ja. Ja, glaube ich dir. Das ist echt krass, was sich in den letzten Jahren wieder bei Elite getan hat. Deine ganzen Oberflächen, Codex. Oh Mann, ich krieg echt kaum noch Luft. Scheiße. Codex, erstmal gleich mal eine Raure. So. Codex, die ganzen deutschen Stimmen, die das einem vorlesen und so Dinger. Dann Mining überarbeitet, Exploring überarbeitet. Ist schon geil, das stimmt schon. Ja, hi, Stefan oder was? User was moved to your channel. Hi, Johnny. Ah, hi, Stefan. Bin wieder was live. Was ist denn gerade über Mining? Hm? Ein Kollege hier, der Jörg, der fragt gerade, erzählt gerade im Chat, dass er erst in Elite drin war, dann rausgegangen ist, dann viele Ego-Shooter oder Looter-Shooter gespielt hat und darauf keinen Bock mehr hatte, wieder in Elite reingegangen ist und total überwältigt war von dem, was sich in der Zeit in Elite alles getan hat. Ja, je nachdem, wann er angefangen hat und wieder kam, ist es natürlich schon sehr viel gewesen. Ja. Yeah. Genau. Falls noch nicht selber gemacht, würde ich immer noch Deepcore Mining jedem empfehlen, weil es meiner Meinung nach eines der coolsten Elemente von Elite ist. Ja, ist echt gut gemacht. Also ich bin kein Mining-Fan, aber das Mining in Elite ist schon echt toll, naja, jetzt. Nur das, also ich muss sagen, das normale Mining, ja, okay, ne? Das wird ja langweilig, aber das Deepcore Mining, gerade in Eisasteroiden, was man natürlich auch bevorzugt macht wegen den Void Opalen, weil sie das Wertvollste sind, es macht einfach immer wieder Spaß, wenn man in so einer Eiswolke steht, wenn es so ein Ding zerreißt. Jo, ist so. Also, doch, wie gesagt, Schabt hat mir auch einmal angeschaut und das ist wirklich toll. Aber ich wäre trotzdem kein Mining-Fan. Aber das Mining in Elite haben sie jetzt echt schön gemacht. Also ich weiß nicht, was man da jetzt noch besser machen könnte. Weißt? Also Mining so wird mir Background nicht gefallen. Simulation drin, da hätte ich wahrscheinlich auch weniger Zeit für sowas. Aber wie gesagt, mir würde jetzt auch nicht einfallen, was man da jetzt noch verbessern könnte. Das ist schon toll. Ach, oh, jetzt ist ja der Chat verrutscht. Das Mining. Nee, also da haben sie schon echt in die Vollen gegriffen. Ich meine, du kannst das Ganze erst wie Asteroidenklumpen sprengen, kleinere Sachen rausbohren oder das an der Oberfläche weggraben, bohren, Dingsen, was auch immer. Ich meine, jetzt war man kurz. Könnte jetzt noch einen auf Star Citizen machen, aussteigen und es mit der Spitzhacke weghauen, aber ich glaube, das muss echt eine Zeile in die Idee. Brauche ich auch nicht. Story? Wie meinst du Story, Jörg? Story hast du in dem Spiel. Ganz schön viel sogar. Wenn man mal, Galnet und dazu noch den Codex nimmt, ne? Also den Codex als Tiefe und dann Galnet mit Aktualität. Dann ja, dazu die Community Goals. Das Generationenschiff zur Raumstation deklariert worden, beziehungsweise sobald die Raumstation fertig ist. Ist ja auch ein sehr aktueller Story-Part zum Beispiel. Mhm. Komm gleich nochmal. Jo. Was meinst du damit? Heide Sektor. Ist da ein Planet gesperrt? Das kann gut sein, dass eine Story irgendwann mal dahin führt. Wenn du das jetzt meinst. Boah. Ach, wieder was vergessen. Landing authorized. Directly to Token Bay 24. 24, da ist er. Wie ist denn bei unten Warframe am Spielen? Damit wir euch nicht beim. Oder dich nein, ich streut mich nicht, wenn mir langweilig ist und. Ich mal, hab da nichts dagegen. Ja, aber deine Leute wollen ja, glaube ich, Elite hören. Hä?
Ja, wir reden ja allgemein, wir reden ja auch allgemein über Dinge, weißt du, während ihr Warframe spielt. Das ist ja nicht das Thema. Ja, ja, dann. Weißt du, ich habe damit echt kein Problem. Das war auch im letzten Mal richtig schön, als ich Elite gespielt habe. Christine und ich glaube, der Frank dann zusammen Warframe gespielt hat, haben wir da tolles Gespräch hier geführt, weißt du? Damit habe ich kein Problem. Echt nicht. Lieber so, als dass hier Stille herrscht. Weißt du, was ich meine? Ja, das kommt natürlich auch vor. Ja. Deswegen. Ich gehe mein letztes Teil noch auf. Bitte. Hi, Christine. Hi, Frau. Ja, Jörg, hast du dazu gemeint, dass der Planet gesperrt ist? Ach, doppelter Pineet-Hotspot. Ja, kann man machen. Wie gesagt, ich bin nicht so der Mining-Fan, aber das Mining, wie es jetzt ist, ist schon richtig klasse und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass man das noch besser machen könnte für Elite. Ne? Also, das ist schon super. Aber ich werde nie der Mining-Fan. Da kann so viel Geld abwerfen, wie ich will, weil bei mir ist das halt wirklich so, ich krieg nicht weniger Geld. Ja, ich gebe schon jeden Scheiß aus, lass mir alles hin und her schicken, Schiffe für ein paar Millionen lasse ich fliegen, ja, und es wird trotzdem nicht weniger, das Geld. Deswegen, überall ja, so mache ich mir keinen Kopf. Bekommt viel in dem Spiel, das ist ja wie im echten Leben. Könnte schnell Bill Gates jetzt auch hinstellen und versuchen lassen, ihn sein Geld auszugeben, das würde auch nicht funktionieren. Aber es geht ja auch gut. Ich würde es wahrscheinlich losbekommen. Also wenn ich jetzt nur noch Geld ausgebe, würde ich es losbekommen, aber da müsste ich echt schon einkaufen gehen, bewusst. Musste schon auf die... Da müsste ich manche Schiffe mehrmals kaufen, was absolut schwachsinnig wäre. Aber... Das Ding ist einfach auch, man kann auch mit allen Arten gut Geld verdienen. Mining wirft momentan das meiste wohl ab, aber auch wenn du keinen Bock auf Mining hast und machst hier Missionen, da kommt so viel Geld zusammen. Es wirft aber wirklich auch nur dann am meisten wirklich ab, wenn du auch schon ein bisschen Ahnung hast und wirklich die richtigen Gesteinsbrocken direkt anfliegst. Wenn du da rum bist, quasi, weil du noch unerfahren bist, deswegen hat es auch ein gewisses Maß an Skill zugrunde liegen, das, was ich super finde. Ja, das ist auch gut gemacht. Dann kannst du durchaus mit anderen Möglichkeiten, Geld zu farmen, Schritt halten. Wenn du aber wirklich weißt, was du tust und noch einen Asteroidenfeld, das quasi so nicht der Hotspot schlechthin ist für jeden, ne? dann fliegst du da halt wirklich blöd gesagt alle 5 Minuten spätestens einen Void Opal Deepcore-Asteroiden an, den du sprengen kannst. Und du hast wohl eher das Problem, dass du öfter von A nach B fliegst, um die Ladung loszuwerden, die dann jedes Mal wie viel? 1 Milliarde wert ist? Ja, ja. 1-2 Milliarden. Wenn du den Laderaum voll hast. Ja, und dann ist das schon nicht mehr zu toppen. Das Tolle ist ja, oder was viele nicht so ganz, glaube ich, für... Das war aber ja nicht hier. Dass du das wirklich fast mit jedem Schiff machen kannst. Also, ja. Du kannst das mit jedem Schiff machen, du kannst das mit dem T10 machen, du kannst das mit dem Cutter machen, du kannst es mit der Anaconda machen. Ich würde es nicht mit dem T9 machen, aber nee. Okay, würde es auch nicht mit dem T7 machen, aber mit dem würde ich prinzipiell sowieso gar nichts machen. Also. Nee, es gibt Schiffe, die hier wird man einfach generell nicht fliegen wollen. Ja, aber die Wendigkeit reicht von den großen Pötten auch aus. Ja, wenn natürlich. Sie zumindest halbwegs gemoddet sind. Ich rede jetzt hier nicht von E-Thrustern oder so. Das kannst du natürlich vergessen. Also ich möchte es zumindest nicht machen müssen. Was wollte ich denn jetzt gucken? In der Statistik. Die Statistik, auf der ich sehr, sehr stolz bin. Mordaufträge. 396 Mordaufträge. Und Einnahmen aus Mordaufträgen 153 Millionen. Und das war alles, das meiste davon war halt nicht zu der Zeit, wo die Aufträge so einen riesen Payout hatten, sondern aus einer Zeit, wo der Payout relativ gering war. Ja? Maximal. Das war schon geil. Muss aber auch sagen, dass die Gegner leichter waren zu der Zeit. Die was? Leichter waren. Wobei ohne Engineering, ja. Versus jetzt mit Engineering war es wahrscheinlich ähnlich schwierig. War ähnlich schwierig, würde ich auch sagen. Man hatte ja selber auch keinerlei Updates, Grades wie jetzt. Ja. Yep. Meiste Geld, was ich habe, ist halt durch Missionen. Ich glaube, ich habe mittlerweile
Also seit dem Deepcom Mining habe ich meine 3, irgendwas Milliarden, die ich hatte, auf 7 erhöht. In bar. Ohne das, was die Schiffe wert sind, die nur rumflattern. Aber ich hatte halt so viel Spaß, dass das Teil nebensächlich war, dass es so viel Geld gibt. Ja. Während ich bei teilweise den anderen Dingern echt schon so, oh Gott, ist das langweilig. Also ich weiß noch, diese Missionen, wo du halt einfach mal diese 1,5 Stunden geradeaus geflogen wirst, ne? Für, was waren das, Touristen oder Sklaven? Ja, das hing einem schon irgendwann zum Hals raus. Ich habe Einnahmen aus Abbau 1,4 Millionen. Kannst dir ja nicht sagen, ich bin nicht eingeloggt. Bei insgesamt 586 raffinierten Mineralien. Gut, das werde ich leicht toppen. Aber hallo. Aber hallo, ich glaube, da toppen ganz schön viele in Elite. Ich habe nicht schwierig, einfach mal zwei von den größten Schiffen rumstehen, rein auf Mining getrennt. Wobei ich sagen muss, der T10 ist halt echt grauenvoll ingeniert, ne? Ja, T10, also den kann man schön ingenieren. Ja, kann man. Mhm. Aber er ist halt leider irgendwie voll auf Resistenzen und er hat halt irgendwie keine HP. Das war irgendwie dumm. Ganze Zeit. Frag mich nicht warum. Ich hatte irgendwie die einen Materialien, hatte ich die anderen nicht. Gab man einen Zeitraum, einen kurzen Zeitraum, da konnte man echt gut BGS auch über Passagiere machen. Da habe ich einige Passagiersmissionen geflogen. Stimmt, da kann ich mich dran erinnern. Deswegen habe ich auch noch so viele immer, behalte ich auch immer. Man muss Giovanni einfach nur irgendwie davon überzeugen, dass das, was aktuell man haben möchte, wichtig für die BGS ist. Dann guckt Giovanni das nach, wenn das stimmt, dann ist er auf einmal besser als alle anderen in dem. Nee, man muss, ich finde da doch meistens raus. Also jetzt aber. Ich sag ja, so, wenn das dann auch noch stimmt, dann machst du das so lange, bis einfach alle anderen schon gar keinen Bock mehr haben und du machst es halt immer noch. Ja klar, ich meine, die Peres-Ring-Brauerei ist ja nicht umsonst so groß. Ja, das ist es halt. Ja. Ich war 10 Stunden insgesamt im Multicrew. Das bestimmten die meiste Zeit durch unsere Talks, die wir gemacht haben. Ja, Multicrew ist aber auch echt teilweise lustig. Ja. Hast du schon mal von hinten auf die 10 geguckt, wenn er beschleunigt hat, als Gunner? Das sehe ich. So was schaue ich mir auch gerne aus der Außenkameraperspektive an. Vom Schiff so normal. Jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Ja, das geht ja mittlerweile, stimmt. Man kann ja mittlerweile auch fliegen, wenn man sich anguckt. Wenn auch ziemlich bescheiden, aber es geht. Also der Jörg schreibt zum Beispiel jetzt gerade, das ist auch aktuell so, das habe ich auch schon mitbekommen. Ich lese mal genau vor, was der Jörg schreibt. Also zeitlich gesehen hat man im Panit Doppelhotspot mehr davon als Deepcore Mining Opale oder Diamanten, weil da jeder zweite Asteroid fast 50% oder über 50% Panit drin hat. Aber Spaß macht beides. Ja, ja, das ist so. Deswegen macht es ja auch am meisten Sinn, wirklich komplett für alles. Nee, die haben das, die mit diesen Doppelhotspots. Und die haben, glaube ich, auch den Wert vom Panit auch weit angehoben. Und da gibt es ja jetzt diese Doppel-Hotspots auch. Okay. Ja. Was ist denn, also da bin ich nicht up-to-date, was ist ein Doppel-Hotspot? Einfach nur, dass die Häufigkeit doppelt so hoch ist oder auch der Wert? Ich glaube, da sind zwei Hotspots so fast übereinander oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin da beim Mining auch nicht immer up-to-date. Jörg, schreibe doch gerade nochmal rein. So ein Fehler zu sein, dass da zwei Hotspots auf der gleichen Stelle sein sollen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Fehler ist. Ist ja quasi ein Hotspot. Ja, ich weiß schon, wie das gemeint ist. Wenn du in den Ringen, du hast einen Hotspot in den Ringen, ne? Ja. Der hat einen Radius oder einen gewissen Durchmesser halt. Wenn da in der Nähe ein weiterer ist, dessen Durchmesser in den anderen reinragt, ne? Dann hast du natürlich ein gewisses Feld, wo sich die beiden überschneiden. Das ist dann wahrscheinlich der Doppelhotspot. Und ja, so stelle ich mir auch vor. Wäre halt interessant, ob das bei Void Opalen auch schon passiert ist irgendwo. Weil, ich meine, das würde dann natürlich das Ganze ab Absurdum führen. Yep. Gott, dann, wenn es wirklich so krass ist bei den Panit schon, dann hast du ja da innerhalb von Minuten dein Laderaum voll mit Void Opalen. Da kommst du ja gar nicht nach mit Sprengen. Tja. Boah, das ist ja dann schon wieder echt Arbeit. Da kann ich als Flotte reinfliegen und jeder macht einen nach dem anderen weg. Mal gucken, was der Jörg gleich schreibt dazu.
Der Kent ist da momentan wohl mit dem Mining eher up to date. Jetzt habe ich hier keine Mission. Ich warte nochmal 10 Minuten. Vielleicht kriege ich dann eine Mission für den Jungen. Aber nochmal hier schöne Außenkamera. Ich guck da hat er geschrieben. Die an, tatsächlich, ich, wie gesagt, schon. Ja, das sind zwei, tatsächlich zwei Hotspots, die ineinander greifen. Ja, ja, und die Frage ist, da müsstet ja auch bei Opale auch gehen, ne? Ja, ich meine, das Spiel ist so groß, da passiert das bestimmt irgendwo. Ich weiß halt nicht, ob es schon gefunden wurde, deswegen. Ja, ja. Und wenn es gefunden wurde, ob es nicht schon gefixt wurde, weil es ist ja auch möglich, dass man dann gesagt hat, nee, also das war jetzt wohl wieder nicht gedacht, ne? Ja. Ich meine, es ist möglich, dass man es bei Need einfach deswegen ignoriert, weil es halt nicht so mega wertvoll ist. Keine Ahnung, nur eine Idee. Ja, wie gesagt, ich bin da Mining nicht so drin. Ich fühle mich gerade durch meine Seiten klicken, ich weiß nämlich tatsächlich nicht mehr, wer dafür da war. Hatte Inara die Werte für? Da gibt's ein Mining-Tool, hat mir der Frank heute auch erzählt. Mining? Das habe ich noch nicht. Ich muss den Frank mal drauf anhauen. Der hat mir da heute was vom Mining-Tool erzählt. Doch, Voidopane, da habe ich sogar noch ein Ding. Search. Das ist aber runtergegangen. Ja, ja. 700.000 nur noch. Ja, ja, also, ne, deswegen wahrscheinlich mit dem Panit. Dann rentabler dann geworden mit diesen Doppel-Hotspots. Panit. User joined your channel. Da bin ich nochmal. 400.000. Ah, gut, okay. Das ist die Hälfte wert, aber wenn halt deutlich mehr findest, ne? Ja. Ja, geht dann schneller insgesamt. Ei, wo sind die Zeiten hin, wo die Voidopale 1, irgendwas Milliarden wert waren? Ja. War schon heavy. Ja, da hat noch was geschrieben. Laut der Seite EDDB ist eine Tonne Panit ungefähr über 780.000 Credits wert. Okay, wie gesagt, Inara sagt jetzt hier 393.000 Credits. Ja, da ist Inara aber auch ja, da ist Inara nicht so aktuell wie EDDB. I don't know. Also was Wert von Materialien und sowas angeht, würde ich auch nur EDDB bevorzugen als Inara. Inara ist immer ganz gut für vieles andere. Schon mal Schiff wechseln. Wollt Darkstar um 8 Uhr nochmal da sind? Der wollte in zwei seit der weg. Der hat gesagt, der ist ungefähr zwei Stunden weg. Ja, gut, auf. ETDB sind die Voidopale auch noch bei 1,6 Millionen. Okay. Ja, 872.000 für Panit. Ah, okay. Ich glaube, die Preise dadurch, also ich, mir wird hier jetzt zum Beispiel kein System angezeigt, dass das noch hätte. Ja. Daher müsste man gucken, man das tatsächlich noch zu dem Preis loswerden. Ich bin aber mal essen. Ja, guten Hunger.
is a Starcon regulations reminder. Please do not obstruct the access corridor during arrival or departure. Thank you and enjoy your stay. Kann man was nachgucken? So. Ja, klar. Logisch. Gibt es da Videos? Kann ich mir gut vorstellen. Kann man was nachgucken? So, wieder da. Ah, da ist ja der Frank, WB. Ah, oh, ja. Guck mal, gerade hat der. Und hat der Eisklinge das Schiff und so weiter besorgt. Ja, ja. So gut, wie es ging. Sicher, da, sicher. So gut, wie es ging. Meister hat nicht gekriegt, aber nicht alles. Was hast du nicht gekriegt? Hast du denn nach der EDDW gesucht? Ja. Kannst du ja im oberen Teil alles löschen, was du schon hast, und dann nochmal suchen. Da ist sie. Nutzen. Die Seismenwerfer habe ich nicht gekriegt. Und diesen Drohnensteuer-Ding habe ich nicht gekriegt. Da sind zwei, welchen davon? Ne, da ist nur einer. Nur ein. Doch. Das eine ist Prospektor-Drohne, das andere, also halt die, was, die Kontrolleinheit. Das andere ist, das sind beides Kontrolleinheiten. Ja, Mann. Drohnensteuerung Erdsucher. Ja, und das andere ist Drohnensteuerung Sammeldrohne, oder was? Da klicke ich mich hier die ganze Zeit. Nein, das ist einfach nur Steuerung Sammeldrohne. Keine Drohnensteuerung. Ach. Also irgendwie bin ich so gut, um meine Tastatur zu nutzen. Nein, eben nicht. Ja. So. Im Englischen heißen sie beide Controller und im Spiel glaube ich auch. Ja, also heißen beide Kontrollgeräte, genau. Ja. Weil es nämlich das gleiche ist, nur für verschiedene Aufgaben. So. Bei mir sind in dem Programm zwei verschiedene Namen. Steuerung. Die Seite im Englischen, also die Seite ist im Deutschen etwas anders übersetzt als das Spiel leider, aber das sind nur minimale Unterschiede. Also Ausrüstung, Aufhängung, gucken ob sie die Dinger jetzt haben oder nicht. Am Frank wäre ganz cool, wenn du auch vielleicht hier beim, wenn du Zeit haben hast für den Krieg. So, lass mich mal sehen hier. Ach, ich wollte den Katie mal anschreiben. Untergrundverdrängungsrakete. Ja, braucht man nicht. Nicht für das, was wir machen. Dafür nicht. Ein Aquaser. Ja, ne, was anderes haben die zum Thema Abbauwerkzeuge nicht. Die haben Untergrundverdrängungsraketen, Abbaulaser und Abrasionsblaster. Die Abrasionsblase brauchst du ja schon mal zwei. Ansonsten halt die seismischen Ladungen, wenn sie die nicht haben, müssen wir halt woanders gucken. Ansonsten habe ich das Schiff. Oh, jetzt kann ich wieder nachgucken. Jetzt kann ich wieder am schwarzen Brett gucken. Ja, Frank, Doppelhotspot per Need wird momentan viel gefarmt, ne? Bringt dir aber die anderen nicht so viel für Wortopale. Doch, anscheinend schon. Nö. Also das hat das mein Tool aber was anderes pro Tonne. Ja, aber da sagen hier... Bringt ungefähr die Hälfte. Die Hälfte bringt es. Also die, laut der Seite EDDBD ist eine Tonne Panit ungefähr über 780.000 wert. Und durch die Doppel-Hotspots findest du Panit viel schneller als Voidopale wohl. Und da gibt es wohl Videos... Und da gibt es wohl Videos bei YouTube, wo das gegenübergestellt wird. Also Pinit versus Voidopale. Oh. Aber
weiß ja, ich bin da sowieso nicht im Mining so drin. So, jetzt passt das wieder hier alles. Ach, da haben wir doch schon direkt einen. Was denn? Ist sie wieder meinen, oder was? Mhm. So, und bezüglich... Also, welche beiden Sachen fehlen dir jetzt noch? Ja, dieser seismische und diese Kontrolleinheit. Okay, Moment. Den detaillierten Oberflächenscanner hast du und so weiter alles, ja? Hab leider keine Mission gefunden. Ja, hab ich. Ship is released. Be wary of traffic on your way out. Also in Ash Bay City wäre der nächste, von Duamta aus gesehen. Moment. Ach Quatsch, Entschuldigung. Lüthen Star. Und Ash Bay City heißt die Station. Mal gucken. Hm? Gerade nochmal nachgucken. Lüthen 674-15. Nee, Lüthen, Apostroph S und dann Star. Moment. Und dann da die Raumstation Ash Bay City. Ja, lass mich da jetzt erstmal hinkommen. Während ich schon mal nach Voidopal Hotspots suche. Das ist ein System ganz in der Nähe. Hä, die Aufhängung ist eingefahren. Lavakir, scheiß. Auf der rechten Seite sind alle drei Lampen aus. Ach, das Fahrwerk. Ja. Ja, ich bin nicht gewohnt, dass ich keinen Start- und Landeassist habe. Deswegen ich doch eigentlich gefragt hatte, warum, ob wir nicht gleich aufs nächstgrößere gehen können, dass ich sowas haben kann. Hat der Kollege auch den Impulswellenscanner, fragt der Jörg. Hatte ich zumindest reingemacht, ja. In die Dings. Cool. Also es ist ein Werkzeug. So, jetzt bin ich wieder. Schießt dann alles. Gut. Muss ich gleich in der Station gucken, kann ich jetzt so nicht sagen. So, wie heißt die Station? Ashby City. Hört sich nach Planet an. Nö. Ashby City? Ashby City ist einfach nur eine große Raumstation in Lüthen Star. Ja, steckt ja auch der Begriff Stadt drin. Ne? Ja, halt Weltraumstadt, ne? Ja, ja. Ne, ich sag hier nur, weil er meinte, klingt nach einem Planeten. Klingt nach Planet, nicht Planeten. Ach so. Also nach dem Motto auf Planeten. Auf dem Planeten, ja, ja. Für gewöhnlich heißt es ja dann Orbitalstadt. Ja, ja, klar. Aber nur City ist für mich halt eben eine Stadt auf dem Planeten. Ja, ja, passt schon. Aha. 5 hat er gemeint, ne? Ja. Okay. So. Hört sich eher nach Pokémon an, schreibt der Jörg. Was? Die Stadt. Ja, der vordere Teil, also halt nicht das City, klingt tatsächlich ein bisschen nach einem Pokémon. Ja, ja, ja.
Ashby. Ja? Ja, ja, Ashby. War doch der, ja, Pokémon-Trainer, ne? Wenn man den der Pokémon-Trainer hieß Ash Ketchum. So, ich kann den Kerl nicht leiden. Wer kann das schon? Jetzt mal ernsthaft, Ash Ketchum ist die größte Witzfigur im ganzen Universum. Leute, das ist eine Comicfigur. Das ist mir scheißegal. Er ist trotzdem die größte Witzfigur im Universum. Jetzt aber Leute. Ich halte mich da raus. Da gibt's keinen Aber. Punkt. Ich kann Donald Trump nicht leiden. Oder Ben Töcke. Ja. Nur Sif kennen absolute. Und da jetzt die Offenbarung, ich bin auf der dunklen Seite. Das war's. Allgemein auf der dunklen Seite der Macht. Ja, die haben der Cookies. Macht. Ich bevorzuge die Sif. Ja, ja, okay. Ja, ja, ganz toll. Vollkommen in Ordnung. Die Republik hat nicht umsonst verloren. Hat sie ja nicht. Doch. Sie wurde umgekrempelt. Nein, sie hat nicht verloren. Das ist für mich ein Verlust. Das ist für mich eine Art Mind Control und da verliert man nur. Bla bla. So. Ach ja, Leute. So, zack, jetzt hier. Der Jörg, der lacht sich schlapp. Hast du recht, Jörg. Oh, was haben wir denn da? Void Opale Hotspot. So, ja, die ich hätten so einfach die Situation umdrehen müssen. Sie hätten nur Order 65 ausrufen müssen. Existiert die überhaupt im Kanon? Ja. Na? Na gut. Das ist eine von diesen, ich glaube, es waren 155 Orders. Ja, aber dann muss man noch berücksichtigen, dass ja noch zusätzlich diese Bio-Chips implementiert waren in den Gehirn. Aber das. Moment, die sind einfach nur dafür, dass die Orders ausgeführt werden. Ja, als ob er Palpatine das nicht so modifiziert hätte in irgendeiner Form, aber ist egal. Ich bin ein großer. Wo dieser Theorie vertrauen. Ich bin eh ein großer Legend-Fan. Jetzt muss ich auch noch selber in den Hangar rennen. Wenn du im in der Raumstation selber drin bist, ist es so, dass der Kompass dir den Landeplatz auch anzeigt. Also ungefähr den. Ja, jetzt muss ich mich dieser blöden Rotation anpassen. Ich sag mal so: Mara Jade konnte man in einem richtig guten Star Wars Spiel spielen. Kylo Ren oder wie die ganzen neuen Figuren heißen, konnte man noch in keinem guten Star Wars Spiel spielen. Oder? Man tut nur nicht auf guten. Ja. Mhm. Dafür aber den Kyle Kestis. Kommt der irgendwo vor? Wer? Jedi Fallen Order. Nee, das ist eine Erfindung von dem Spiel, aber yeah, der ist ja Kanon. Ich wollte gerade sagen. Ist eine reine Spielfigur jetzt Kanon? Die ist Kanon, ja. Ja, krass. Das nicht nur die Spielfigur, die komplette Story ist Kanon. Okay. Weil das bezieht sich auch auf Bücher. The Second Sister und die Ninth Sister sind Buchcharaktere. Ah, okay. Ja, die Nachtschwestern sind nicht Buchcharaktere. Nachtschwestern? Hab ich doch jetzt von Nachtschwestern habe ich doch gar nicht geredet. Night Sister, Nachtschwestern zu Deutsch. Nein, aber ich rede von der Nein, im Sinne von Neun. Mag sein, dass ich mich da ein bisschen verslängt habe, aber ich meinte jetzt die neunte Schwester und die zweite Schwester. Ach, die Inquisitoren. Richtig. Ja, sag ich doch. Gab's früher so geile Star Wars Geschichten in Romanen, die zählen alle nicht zum Kanon, das ist echt ein schlechter Witz. Ja, Merrick zum Beispiel. Hm? Galen Merrick zum Beispiel.
Ja, ich sag nur Kai Katan, ne? Ja, das ist schon ein cooler Charakter gewesen. Er war schon ein geiler Charakter. Oder halt Bücher, halt Mara Jade halt, ne? Battlefront 2 kann man Kylo Ren spielen. Kylo Ren kann man in Battlefront 2 spielen. Ja, aber dann wahrscheinlich im Mod, ne? Nee. Aber ich dachte, du beziehst dich darauf wegen guter Star Wars Spiele. Also guter Star Wars Spiele, genau, richtig. Ja. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn man diesen Modifier anwendet, dann. Nur Mara Jade. So war nicht schon recht. Die ist halt kein Kanon. Aber die kam in einem guten Star Wars Spiel vor. Eine Erweiterung, DLC. Mysteries of the Sith, Jedi Knight 1 Erweiterung. Boah, das ist doch grauenhaft so zu landen, ne? So sagt er. Was? Ach so. Ja, ach so. Ja, dann war das erklärt nochmal haben. Wie wir das gemeint haben. Oh, ich hab Sinkrit. Oh. Totgeburt. Boah, das ist so grauenhaft. Ach, es hat schön hier eine Geringe. So simpel. Du gehst so schnell. Immer noch am Streamen, Giovanni? Ja. Oh. Eine lange Session hier. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben ja gerade erst mal 8:30, ne? Christine, Stefan, seid ihr da? Gerade essen. Ach so. Seismische Ladewerfer. Und den Einsammeldrohnen-Dingsbums dann nicht vergessen, ne? Limpet Controller. Und dann noch ein paar Limpets. Geschütz oder Pest? Pest. Das andere ist nur für Multicrew interessant bei Mining-Werkzeug. Und da sehe ich den Mehrwert nicht. Oh, die Next startet dann jetzt der Expense, ne? 14.12. oder was irgendwie, ne? Irgendwie so, ja. Und der Hexer, auch so um die Zeit. Ja, die eine Serie interessiert mich, die andere so gar nicht. Ehrlich? Ja, weil halt Idioten sind. Wer sind Idioten? Mit der Serie, wenn die sich halt so gar nicht an die Spiele hält. Ja, nochmal. Die Spiele ja, bauen auf weiß, den Büchern aber... auf. Ja. Nicht umgekehrt. Ja. Und warum sollten sie. Das wenn eine ist die... erfolgreich und das andere nicht. Ja, doch, die Bücher sind erfolgreich. Ja, aber nicht im annähernd dem Maß. Ja, aber... lesen halt nicht so viele Leute. Im Gegensatz zu denen, sie Computer spielen. Das ist klar. Ja, das ist aber ein anderes Thema, warum die Leute weniger lesen. Ah, jetzt ist schon mal die Intellektuellen raus. Nein, aber das ist ja so. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, ja. Ich lese ja auch nicht mehr so viel wie früher. Aber das ist ja nun mal Fakt, dass die Leute eher Computerspiele spielen als lesen. Ja, Hörbücher sind toll. Und nochmal, das hat ja. Das spielt ja absolut keine Rolle von der Qualität der Serie, wenn sie die. Geschichte aus den Büchern erzählen. Damit sind sie ja irgendwo nicht überkreuzt mit den Spielen, weil die Spielen erzählen die Geschichte erst nach der Story der Bücher weiter. Ja. Und natürlich Leute, die A-Fantasia haben, können, glaube ich, aus Büchern nicht sonderlich viel ziehen. Die was?
Leute, die A-Fantasia haben. Ja, dann sagt mir nichts. Oh, das Schiff müsste fertig sein. Wenn du dir jetzt zum Beispiel eine tanzende Banane vorstellen würdest, ne? Ja. Dann würdest du dir doch vom geistigen Auge die wirklich vorstellen und sehen, dass die tanzt und so weiter, ne? Würdest du dir die Form und so weiter alles vorstellen können. Mhm. A-Fantasia-Leute können das nicht. Die haben kein Vorstellungsvermögen in dem Sinne. Ja, aber ich sag mal, wenn du jetzt eine spannende Geschichte hörst, musst du dir ja nicht das bildlich vorstellen, weißt du, nee, was ich meine? Jetzt nicht beim Hörbuch, sondern einfach generell normal beim Buch. Ja, weißt du, was ich meine? Haben sie ja dann den, wirklich die Stimme und so weiter. Sie können sich ja noch nicht mal die Stimme vorstellen, die... Verstehst du? Sie können sich auch Ohrwürmer und so weiter sind für die komplett nicht da, weil wir hören das Lied nicht. Was ist die Zone wieder, Buggy? Geht sowas halb und halb? Glaub, ja, es gibt verschiedene Ausprägungsgrade tatsächlich, ja. Weil wenn das mit den Ohrwürmern irgendwie gehen würde, dass man das auch lernt. Hm. Das glaube ich nicht. Vergiss nicht auch Drohnen zu kaufen, ne? Ah, jetzt wo du es gerade sagst. Also den Controller und die Drohnen selber. Ich würde sagen, kauf mal so 25 Drohnen. Jetzt und dann nochmal raus und dann nochmal rennen. Super. Und dann die Waffengruppen natürlich noch einstellen. Ja, wie gesagt, die Serie kann schon sehr gut sein, Frank, weil die Bücher, ich habe mir jetzt angehört, als Hörbücher, und die waren echt klasse, was Fantasy angeht. Also wenn du Fantasy magst, dann kann ich dir die Serie The Witcher wirklich empfehlen. Ja, guck die doch dann erst einmal und empfehle sie mir dann. Man empfiehlt sich auch gerne mal eine neue Serie, die man noch nicht gesehen hat. Jetzt sei mal nicht so kleinkariert. Irgendwie bist du da wirklich sehr voreingenommen, weil sie gesagt haben, okay, wir verfilmen die Bücher und nicht die Spiele. Oh, Giovanni, ganz ehrlich, guck du mal die ersten zwei Episoden und wenn es dir wirklich gefällt, dann verlasse ich mich herab dazu, das mal auch so auszuprobieren. Das ist aber nett, dass du dich herablässt. Ja. Das ist echt cool. Ich habe dir auch bis jetzt immer nur so einen Schrott empfohlen. Noch einmal, wer es selber noch nicht getestet hat, kannst du nicht beurteilen. Also, Ja, ich meine, klar, kannst du natürlich. Bei Mandalorian, bevor ich es dir empfohlen habe, habe ich. Also, ich hätte es dir schon nach der ersten Episode empfohlen, aber. Ich habe jetzt 4 Episoden gesehen und kann es nur wärmsten empfehlen. Ja, ist ja auch in Ordnung. Und wegen Jedi Knight kam ich auch gerade drauf, ich sag nur Disintegration. Was? Was ist jetzt Dis? Wie meinst du das jetzt? Desintegration? Ja. Bei Jedi Knight hattest du, oder 2 zumindest, hattest du ja eine Waffe, die das konnte. Eine Waffe? Ja, die das so konnte wie ein Phaser von der Sternenflotte. Ach auf maximale Einstellung. Das meinst du, ja. Desintegration, Auflösung. Ja, alles klar. Hm. Ja, wie gesagt, also... Eclipse? Ich kann nur sagen, dass die Story der Bücher, und das meine ich ja damit, wirklich toll waren, was Fantasy angeht. Glaube ich dir sogar. Ich habe sogar eine Realfilmverfilmung davon auf meiner Festplatte. Ja, die ältere polnische TV-Produktion, die zwar recht billig ist, aber wirklich ganz gut ist. Also, ja. Habt ihr auch die habe ich zum Beispiel auf der Platte. Das sind auch alles also einzelne Stories aus den Büchern. Ja. Haben sie schön gemacht. Aber warte mal, jetzt hat der Jörg nochmal was geschrieben. Am besten nochmal alles aufzählen, ob er alles dabei hat zum Mining. Ja. Ja, der Frank, der ist da so penibel, da wird schon nichts schieflaufen. Also gut, ja, so, macht der können wir gut. Aber gerne machen. Ne? Wenn du nochmal gelandet bist, dann gehen wir nochmal deine ganzen Module durch. Ja, lass mich erstmal landen, bitte. Naja. Step by step. Ich muss damit jetzt erstmal klarkommen. Ich bin nur den Assist gewöhnt. Ja, so ist das mit Stützrädern. Und ich werde das auch weiterhin bevorzugen. Ja, ist ja auch in Ordnung. keine Zigaretten mehr.
würde mir jetzt aber tatsächlich bei Jedi Fallen Order würde ich mir noch einen Story-DLC wünschen. Kommt bestimmt. Wenn das so ein erfolgreiches Game ist, warum sollten sie das nicht machen? Nur die... Es ist EA. Man muss die Wege von EA nicht verstehen. Ja, aber gut, Respawn verdient er daran. Ganz gut. Ja, weißt du, was ich meine? Das ist eine Auftragsarbeit von EA. Ah, okay. Das ist auch ein hausinternes. Also, Respawn ist doch, meine ich, komplett gekauft von EA. Also haben die gar nichts zu sagen. Das ist nur ein Label, das noch dran klebt an der Haustür. Weiß ich nicht, weil die machen ja ein exklusives Oculus-Spiel momentan mit Medal of Honor. Respawn. Ja, das wird deswegen trotzdem EA dran stehen. Da stand aber nichts von EA irgendwo. Aber ich meine, Medal of Honor gehört auch EA? Oder nicht? Weiß ich nicht. Frank, aber wir können uns klar nachher nochmal einen Trailer angucken dazu und gucken, ob irgendwo EA auftaucht. Weil das müsste ja dann der sein, ne? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht. Ja, Medal of Honor Serie gehört zu EA. Also. Ja. Interessant, ne? Auftragsarbeit von Oculus. Von Electron. EA für die Oculus? Vielleicht eine Partnerschaft eingegangen? Joint Venture und so weiter? Habe ich nichts von gehört, weil in Joint Venture gibt es wohl, da gibt es Gerüchte mit Ubisoft und Oculus. Da gibt es klare. Da ist bei die Definition bei einem Joint Venture ist ja durchaus, dass eine der Parteien auch noch mit anderen Parteien zusammenarbeiten kann. Sonst könnte man nämlich direkt sagen, man ist zusammen. Boah, Touchdown! Alter, das ist so grauen. So. Also bedeutet das jetzt, Electronic Art macht jetzt sogar VR-Spiele? Ja. Wenn der Preis stimmt. Ja. Er ist ja mit dem Spiel auch wieder zurück auf Steam gegangen. Rollmütig. Mhm. Ich hab das ja auf Steam gekauft. Ja, stimmt, die hatten ja ihren eigenen Shop, ne? Haben. Mhm. So, musst du auch zusätzlich runterladen, den Launcher dafür. Ja, also, lesen wir mal deine internen Module vor. Jetzt bin ich gerade bei Aufhängung. Ja, von mir aus Aufhängung, ist mir egal, fang doch mal an. Ja, wenn, dann fang mal ganz oben an. Ja, dann mach das. So, sei es mit. Ach, jetzt bin ich wieder im Chat verrutscht. Salve, mehrfach upraisen, wenn ich das richtig ausgesprochen hab. Nomo upraisen. Meine... Ja. Das wäre Aufhängung. So. Werkzeuge? So, da habe ich den Kühlkörper, den Impulswellenanalysator und die Reste in den anderen zwei fehlen noch, die habe ich auch nicht gekriegt. Weißt du, was der Jörg noch geschrieben hat? Was? Soll nicht rumjammern, sondern einfach landen. Ja, also wenn, ja, wenn, du wenn der Landefuß nicht inrastet. Wenn du den Düpelwerfer und den Punktverteidiger noch bekommen würdest, wäre cool. Aber nicht unbedingt notwendig. Ja, gut. Muss man hier ein bisschen Gas geben. So, ist drin. Gut, dann internum Module. Also, leichte Panzerung. Kraftwerk 5A. Schubdüsen 5A. Frameshift-Antrieb 5A. Lebenserhaltung 4E. Energieverteiler 4A. 5 Sensoren 5E. Treibstofftank 5C. Also wenn du die Sensoren und den Lebenserhaltung noch auf D hochrüsten könntest, wäre gut, weil du dann eine höhere Sprungreichweite hast. Ist jetzt aber kein Must-Have, ist nur mal so. Nice to have. So, die Sensoren haben wir jetzt auf D und dann, was war das andere? Lebenserhaltung auch auf D. Hast du dann erstens mehr Atemluft. Ein bisschen mehr und sie ist auch um die Hälfte leichter. D haben sie nicht. So haben 4E, 4A, 4B und 4C. Streich 4E. Also A, B und C haben wir. Und der Typ A ist aktuell zu teuer. Also ist B und C. Warte mal. Ja, die 70.000, dann mach ruhig mal den 4C rein. Das ist immer noch besser als der scheiß E.
Da kommen wir zu optional. Frachtgestell 6E, Frachtgestell 5E, Biwellengenerator 3C, Steuerungssammeldrohne 3A, Treibstoffsammler 3A, Raffinerie C2, Detailoberflächenscanner 1I? Oder wie soll ich das jetzt definieren? Ja, ja, das gibt's nur einen. Okay. Super Cruise Assistent E1E. Planeten, Anflugsuit 1I? Ja, was? Du brauchst noch eine Erdsuchendrohne, also das Anfluggerät kannst du nicht nutzen. Das was? Den Erdsucherdrohnen den Erdsucherdrohne brauchst du noch. Steht auch drin. Drohnensteuerung Erdsucher. Heißt das ja, jetzt? Ja, 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 ja. Erdsucherdrohne brauchst du. Leb wohl, mein Assistent, das war so schön mit dir. Gut, dann haben wir jetzt alles. Noch die Drohnen. 25 Stück gebaut. Welchen die jetzt? Du gehst auf Aufmunitionierung. Also nochmal ganz raus sozusagen quasi in dem Stationsmenü und dann bei erweiterte Munitions. Ich hab's jetzt gar nicht... Ja, ja. 15 sag ich. Nee, 25 sag ich. Ach so. So, Hammer. So, und jetzt noch die Waffengruppen. Hier der Kollege, der da auch gerade mithört. Wie ist das mit den Selbstmischladewerfern? Kann man die in einer Feuergruppe haben und die feuern abwechselnd oder feuern die gleichzeitig? Weiß ich es nämlich nicht mehr. Die Frage ging an dich, Jörg. Hiho. Hallo. Oh Mann, ey, ich komme noch Luft. Wo ist eigentlich noch eine Dampfe? Die ist so viel besser. Ich hab jetzt abgeschlagen. Ich hab jetzt die Werfer auf Sekundär und die Laser auf Primär. Noch keine Antwort von Jörg. Brauchst du die Laser zeitverzögert? Gar nicht dran. Ist ja auch ein bisschen zeitverzögert, der Chat. Und der Stream. Der Stream ist zeitverzögert. So. Was sind wir für Raketenwerfer? Ja, Deepcore-Mining. Ja, der Stefan kennt sich doch auch gut aus. Ja, ich weiß jetzt aber nicht, Stefan, weißt du noch, ob die seismischen Ladewerfer gleichzeitig gefeuert haben, wenn man sie in einer Feuergruppe drin hat? Also der Jörg schreibt gerade gleichzeitig. Ja, dann. Also musst du eine Feuergruppe machen mit einem seismischen Ladewerfer und dann den Operation Blaster und nochmal eine mit den anderen beiden jeweils. Würde ich vorschlagen. Und ich kann jetzt nicht von beiden jeweils 1 auf 1 und 2 legen, oder wie? Doch, das habe ich doch genau gesagt. Ja, jeweils 1. Ja, gut. Ja, dann. Aber Race Laser. Die Schiffen sind auf jeden Fall voll gewesen. Den ja. Laser habe ich auf Primär und die Werfer auf Sekundär. Welchen Laser meinst du? Den Blaster meinst du? Den oder? Ja, Entschuldigung. Ja, ja, weil du hast nämlich auch einen Laser drin, deswegen frage ich ja. Ich weiß, den Laser. Ich habe ich auch eine Gruppe A. Ja, ja, gut. Gut, die Dinger. Dann brauchst du natürlich noch die Moduleinstellung. Also den oh je. Ja. Wie heißt der? Den Entdeckungs. Den, wie heißt Discovery das? Discovery Scanner, oder? Ja, aber wie heißt das in Deutsch?
Erkundungsscanner, oder? Erkundungsscanner, ja. Den auf der auf einer Feuergruppe im auf Sekundär habe ich den. Und dann halt den detaillierten Oberflächenscanner auf Primär. Du kannst es nämlich mit der linken Maustaste einfach schießen, das Zeug. Das brauchst du noch. Also wobei den Oberflächenscanner Sekundär? Mhm. Nee, den Oberflächenscanner Primär und den den Aufklärungsscanner, oder wie das heißt im Deutschen, auf Sekundär. Ja, ich brauch schon den Namen, alles andere bringt mir nichts. Ja, Impulswellenanalysator, Datenlinkscanner, Zusammensetzungsscanner, Erkundungsscanner. Den Erkundungsscanner. Den auf Sekundär und den detaillierten Oberflächenscanner auf Primär. Oberflächenscanner Primär. Wo kann man die ganze erfüllen? Der Zusammensetzungsscanner? Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die kannst du jetzt erstmal für das, was wir jetzt machen, beiseite lassen einfach. Module. Ja, warte. Dann den Impulswellenanalysierer auf also auf Primär. Und den Drohnensteuerung Erdsucher oder Erdsucher Drohnensteuerung oder wie das Ding heißt, auf Sekundär. Ja. Ja, und dann nochmal eine Feuergruppe für die Sammeldrohnen. Habe ich jetzt 5 Gruppen? Ja, so ist es mit Mining-Schiffen. Mining-Schiff brauchst viel, ne? Ja. Ja. So, Module. Und da haben wir. Und da haben wir die diese komischen Raketen haben wir da noch gar nicht mit drin. Brauchen wir jetzt auch nicht. Die sind aber cool. Ja, aber. Bringt jetzt nicht Weiß mischen? Nein. Die Oberflächenraketen-Dinger da. Keine Ahnung, wie die du schaffst. Hattest du ja vorhin auch vorgelesen. Ah, ja. Die hast du ja gar nicht drin. Ja. Die brauchen wir ja auch nicht. Aber ich sag nur, wenn man es halt alles machen möchte mit Mining, da kommst du, glaube ich, mit den Möglichkeiten von den Dinger gar nicht mehr aus. Ja, ein gutes Mining-Schiff sollte alle dabei haben, ne? Ah, wenn wir jetzt nur uns auf die ja, natürlich, Wolkenpfahl ist das jetzt unnötig. Nein, das ist richtig. Sonst hätte er gar keine Selbstverteidigungswaffe. Mhm. Ich glaube, dass. Sonst hättest du ja gar keine Selbstverteidigungswaffe dabei. Ja. Module. Ja. Moduleinstellung. Für die Energie meinst du? Das kannst du sonst Prioritäten. Noch ja, können wir machen. Das war jetzt echt unnötig, aber können wir auch ruhig machen. Lies vor, ich sag dir was. Impuls. Nee. Schubdüsen. 1. Impulswellenanalysator. Wenn es in eine Kampfsituation kommt, 5, also 5. Kannst du aber wahrscheinlich noch nicht machen. 5, ne, wollte gerade sagen, 5 gibt's noch nicht. Ja, ja. Dann halt das Höchste, was geht und dann weiter. Schild. 2. Jetzt halte ich die 5. Ne, doch nicht. Okay, Zeiss. Bist du in Warframe schon online, Stefan? 5. Bist du dazu? Wir könnten Fische fangen. Energieverteiler. Das ist eine Nightwave. Auf Kappen, Entschuldigung. Welche Fische? Salven. 3. Lebenserhaltung. 4. Jetzt kannst du die Sachen, die auf 5 sollen, auf 5 machen, wenn du das auf 4 hast. Wachtluke. 5. Frameshift. 1. Steuerung Sammlerdrohne. 5. Warum lachst du die ganze Zeit dabei? Weil ich hier gerade nebenbei was Witziges gucke. Treibstoffsammler. 5. Mehrfachgeschütz. 3. Sensoren. 1. Die Blaster. Auch 5, weil wenn im Kampf irrelevant. Raffinerie. Ja, auch 5, ja. Drohnensteuerung Erdsucher. Auch 5. Kühlkörper. 1. Düppelwerfer. Auch 1. Ich finde dieses Wort einfach nur so total bescheuert.
Punktverteidigung. Kann man auch auf 1 lassen. Cockpit-Kabine. Da gibt's nix. Achso, ja, stimmt, ich seh's grad. Dort, da haben wir alles. Jo. So, ich lade dich in den Wing ein, ich bin nämlich schon vor Ort. Ne, Selbstzerstörung drücken wir jetzt hier nicht. Ja. Gibt's gerade bei Warframe was Neues? Mit Magic und so weiter? Stefan? Nö. Dauert wohl noch ein bisschen. Das ist ein bisschen. Ja, ja, klar. Das nächste, was kommen wird, ist Railcheck Phase 2. Dann wird das Ding flugfähig und wir haben die kompletten Missionen. Und Railcheck Phase 3 ist dann quasi das Pre-Event zu The Old War, weil wir werden den Railcheck definitiv dafür brauchen. Deswegen bauen wir das Ding ja auch. Also ohne Railcheck kein Old War. Old War oder New War? Das mit den Sentients. Also New War. Ja. Weil das Old War gedünst wird ja das neue Tutorial. Und was soll das eigentlich kommen? Das ist doch schon da, oder? Ist es das? Ich habe keine Ahnung. Wie soll ich das rausfinden? Man müsste das doch normalerweise eine Quest kriegen, eine neue. Deswegen. Wir hatten damals in die War Quest ja auch Option gehabt, dass wir die nochmal spielen können. Ich weiß nicht, ob das da kommt. Sollte ja wohl. Ich meine, sie hätten auch gesagt, dass man das dann auch nochmal als alter Spiel erleben kann. Dann. Keine Ahnung. Nova bekommt einen neuen Deluxe-Skin. Einen zweiten. Tja, ich kann's ja auch nicht ändern. Es ist etwas Furchtbares passiert, Stefan. Was denn? Hier hat an der Straße eine neue Frittenbude direkt bei uns hier in Büdesheim aufgemacht. Das ist echt übel, ja. Ja, ja, ja. Kannst du mal fragen, ob sie hier so Abo-Karten haben? Genau. Ja, aber besser als McDonald's. Das ist das Sinnvollste, was du machen kannst. Immer noch besser als McDonald's. Also den Burger, den ich heute probiert habe, der war echt nicht schlecht. Der hat aber auch, na gut, mit Beilage 9,50 Euro. Den Burger, den ich heute gegessen habe. Erkenne den Fehler. Ja gut, es ist jetzt eigentlich eine Burgerbude. Wie gesagt, die Frittenbude wurde umgebaut zu einer Burgerbude, ist neuer Besitzer. So. Das heißt auch, der Stier. Du hast gesagt, das ist eine Frittenbude. Ja, sie haben ja auch Fritten dort. Sie haben ja auch Fritten dort. Ja, aber unter Frittenbude stellt man sich eine Imbissbude vor. Also ist, ist ja auch eine Imbissbude gewesen. Das ist ja so lustig, dass die jetzt da halt Steaks und so weiter anbieten. Das ist total verschroben, aber ja. Ja, es ist halt hier voll die Bundesstraße, die geht ja komplett durch den Ort. B51 oder ist das noch 48? Vater, der hatte auf seine, also der hatte Krebs, ne? Der hatte eh nicht mehr lang zu leben und er wusste das, aber der wollte sich halt noch so ein Traum erfüllen quasi, ne? Und das war halt so eine eigene, so eine Frittenbude halt einfach, ne? Eine Imbissbude, ja. So eine Imbissbude, der wollte cool. Eine eigene Imbissbude mal haben. Ja, geil. Und das hat er dann gemacht, wirklich ganz einfach, ne? Und der war ja LKW-Fahrer. 30 Jahre lang und er wusste natürlich quasi die besten Hotspots. Dann hat er sich halt da eben den Platz gemietet, ne, einen Stand hingesetzt und glaub mir, der hat noch richtig, richtig Kohle gemacht in den 2 Jahren. Aber halt auch einfach, weil der Typ unglaublich gut kochen konnte. Er hatte eine Kochlehre, ne? Also der hatte das ja nicht umsonst machen wollen. Ne? Ja, ja, klar. Er hat richtig gut, also ich meine, das, was er gemacht hat, der hatte irgendwie nur 5-6 Sachen und konnte es halt. Ich glaube, eine Haxe konnte ich kaufen. Ne? Der hat einen Grill. Natürlich ein Brathähnchen. Ne? Und irgendwie so ein paar andere Sachen. Was ein bisschen mehr Kochen implementiert hat. Ne? Aber der hatte Kundschaft ohne Ende. Na cool. Zumal die Leute halt auch einfach den kannten und dadurch natürlich noch deutlich eher da gekauft haben. Ne? Wenn man quasi ja bei einem Kollegen kauft. Ja, das klar. War schon auch cool. So ähnlich hat das einer bei meinen Eltern aus dem Bekanntenkreis gemacht. War auch bekannt wie ein bunter Hund, hat sich dann auch selbstständig gemacht als Fleisch. Jo. Ich
Ja, ich habe halt an der Bude mitgearbeitet, weil da war ich genau in meiner Schreinerlehre und deswegen da rumgeschraubert und vor allem mit der Stichsäge. Ja. Wenn du dann, du hast ja noch nie nach Dingboje, Dingsignal gesteuert. Also wenn du jetzt hier im System Tolan bist, dann gehst du ins Navigationsmenü auf der linken Seite, gehst zweimal nach rechts unter den Kontakten und dort findest du die. Ich habe schon wieder keine Fische. Wie? Ich dachte, das wäre jetzt endlich mal besser, aber. Fische. Angeln. Okay. Jetzt ja, ist, man ist, kann ist fischen. Diese scheiß Gopala genau vor meinen Mercury geschwommen, hat ihn gerettet. Wieso fängst du Mercurys? Mach doch Kleppitz. Keine Ahnung. Der will bestimmt noch mal einen großen haben, damit er sich noch mal an die Wand hängt. Nee. Und das waren war auch kein Mercury und kein Kleppet. Ach Gott, ich hab's schon wieder. Ich fisch nicht mehr so oft, dass ich weiß, wann, zu welcher Uhrzeit welche Fische da sind, vor allem nicht an welchem Ort. Ja, wenn man erstmal alles hat. Ich weiß nur, Mercurys sind im Meer. Und das ist zu jeder Tageszeit und deswegen. Allerdings, Giovanni, ist es tatsächlich so, dass das Fischen in Warframe ein bisschen die actionreichere Variante ist, nämlich Speerfischen, ne? Ja, klar. Das besteht hauptsächlich aus Danebenschmeißen. Aber man kann trotzdem Stiefel rausfischen. Was ja, Fisch fangen, der Jörg? Das ist, glaube ich, so ein ungeschriebenes Gesetz irgendwie. Jörg fragt, was? Fische fangen? Ja, man kann in Warframe Fische fangen. Und, naja, was heißt können? Man muss. Und man muss, wenn man bestimmte Sachen machen will. Mittlerweile muss man nicht mehr. Bekommst du die Materialien von den Fischen auch von den Thrumpern? Stimmt. Ah ja, stimmt. Naja, trotzdem. So, Leute. Bis vor kurzem musste man. Genau. Ja, und das ist zumindest eine äußerst effiziente Variante für die Sachen Ruf zu bekommen. Ja, das auf jeden Fall. Gezielt den teuersten Fisch farmen, ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, also wie ich schon sagte, 1 drücken und dann unter Kontakte. Nicht Navigationskontakte, sondern Kontakte. Also ich habe jetzt nochmal auf YouTube selber nochmal nachgeguckt, wegen der Qualität. Und da scheint mir, dass da der Chat sogar auch noch aktueller ist, als das separate Fenster mit dem Chat, was ich mir hier reinstreamen lasse. Da, jetzt kommt was Fische fangen. Kommt jetzt erst. Naja, interessant. Ach shit, was habt ihr denn für ein Speer? Leute, wir haben jetzt so um die 2,5 Stunden gestreamt. Ich krieg immer, also mir fällt das Reden auch immer schwerer, wegen der Erkältung. Und ich wollte mich an der Stelle verabschieden, spende jetzt mal den Stream. Bedanke mich für das Zuschauen und wünsche euch allen natürlich noch einen schönen Abend. Ihr dürft euch auch natürlich noch mal verabschieden hier von den Leuten. Ne? Tschüss. Schon gute Besserung. Ciao, ciao. Dankeschön, Christi. So, dann. Suche ich jetzt noch gerade den Ausknopf? Irgendwo habe ich den. Push the button, push the button. Wenn ich ihn finde, mache ich das. Wo ist denn der jetzt, das Fenster? Arg, da müsste es sein. Es ist so schlimm, dass ich dann natürlich direkt die Atomic Kitten Variante dann hören muss, wenn die Ich habe jetzt da nicht mitleid. Da habe ich das Fenster. So, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche euch allen noch einen schönen Abend und noch viel Erfolg in der gerade angefangenen Woche. Ciao, ciao. Jawohl.